Das Geheimnis der roten Pupille. Hörspiel des Evangeliumsrundfunks für Jungen und Mädchen. Das Geheimnis der roten Pupille. Vati, da steht Peter. Guck noch mal, wir wollen ihn finden. Da, unsere Schule. Siehst du sie? Puh, die alte Schule. Gut, dass wir jetzt 6 Wochen lang nichts mehr von ihr sehen. Ich bin ja mal riesig gespannt auf die Hütte. Gibt's da oben noch mehr Hütten? Na ja, ziemlich viele. Und um diese Zeit werden auch die meisten bewohnt sein. Und du sagst, bis zum nächsten Dorf ist es 1,5 Stunden weit zu gehen? 1,5 Stunden, ja. Und bis zur nächsten Bahnstation 2,5 Stunden. Wir sind da mitten in den Wäldern, im Gebirge. Kann man sich da auch verlaufen? Ja, und ob? Und wir haben da keinen elektrischen Strom, keine Wasserleitung. Kein Telefon, kein Radio. Nichts, gar nichts. Kochen müssen wir auf dem Herd, mit Holz natürlich. Und Licht kriegen wir von der Petroleumlampe. Und das Wasser holen wir uns aus dem Bach oder aus der Quelle, die da früher in den Wiesen war. Ob sie allerdings jetzt noch da ist, weiß ich natürlich nicht. Ach, ich bin ja zum Platzen gespannt. Hoffentlich bleibt das Wetter gut. Hoffentlich kommen wir noch vor Dunkelheit an. Ja, Familie Baumann, Vater, Mutter, Juliane und Sibylle sind auf großer Ferienreise. Eine halbe Stunde nach der Abfahrt sind sie auf der Autobahn. Hoffentlich kommen wir überhaupt noch hin bis zur Hütte. Wieso? Es hat in der letzten Zeit viel geregnet. Der Weg wird jetzt aufgeweicht und ausgefahren sein. Es gibt nämlich da oben nur eine einzige, einigermaßen ausgebaute Straße. Alles andere sind Wald- und Holzabfuhrwege. Im Sommer kann man sie kaum... Wir sind auf dem Grünstreifen gelandet. Günther, was ist? Ein Unfall da vorne. Wenn Fadi nicht auf den Grünstreifen gelenkt hätte... wären wir jetzt mitten in die anderen Autos reingefahren. Da vorne sind eine ganze Reihe ineinander gekracht. Hallo, was ist da passiert? Ah, von einem Laster ist eine Ladung abgerutscht. Bleche. Und dann ist ein Auto reingemasselt. Schlimm? Ah, sieht böse aus. Werden wir Aufenthalt haben? Ah, das kann 2 bis 3 Stunden dauern. Vielleicht werden wir umgeleitet. Die Polizei ist jetzt da. Aha. Einige Stunden später. Die letzte Etappe hat begonnen. Halt, Günther. Wir müssen hier rechts ab. Da geht's nach Oberndorf. Bist du ganz sicher? Ganz sicher. Und im Dorf führt dann der Weg rechts rauf in die Wälder. Aha. Ja, da ist ein Schild. Oberndorf. So. Und jetzt hier hoch. Der Weg ist ganz gut. Besser als ich dachte. Die Ecke war früher bei den Felsen. Wir müssen gleich kommen. Du, da sind sie schon. Pass auf, die Kurve. Du, wir rutschen. Oh, das hätte gefährlich werden können. Wir sind ganz schön gerutscht. Und das ganz nah am Rand. Bitte fahr vorsichtig. Ja, wir schaffen es schon. Hier ist alles so fremd. Hier müsste ein Tannenwald stehen. Ja, der stand vor 5 Jahren da. Jetzt ist er abgeholzt. Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus hier. Haben wir uns verfahren? Nein. Warte noch 2 Minuten. Hier ist es so schrecklich dunkel. Angst? Ein bisschen. Jetzt guck mal, was die Scheinwerfer da anstrahlen. Die Hütte, ich sehe die Hütte. So, alles aussteigen, wir sind da. Der erste Ferientag in der Hütte oben in den Wäldern hat begonnen. Die Familie sitzt draußen am Frühstückstisch. Na, wie schmeckt's euch? Prima, prima. Ich wollte bloß, diese dicke Hummel würde nicht immer über den Tisch kreisen. Ja, wenn wir draußen frühstücken, wird immer irgendwas hier kreisen. Damit müsst ihr euch abfinden. Ah, seht doch mal, da hinten ist auch eine Hütte. Da steigt Rauch aus dem Schornstein. Wo? Und da bewegt sich auch etwas. Hm. Vati, gib mir bitte schnell das Fernglas. Ja, hier, komm. Ah, da... Da drüben, da ist ein Junge, der starrt genau zu uns herüber.
Sollen wir mal rufen? Ich wink schon. Jetzt winkt er wieder. Das sieht man auch ohne Fernglas. Dürfen wir gleich mal rüber, Mutti? Meinetwegen. Aber erst bringen wir die Hütte in Ordnung. Guten Tag. Tag. Wir haben dich durchs Fernglas gesehen. Ich habe euch auch gesehen. Ich heiße Sibylle Baumann. Und ich heiße Thomas Mühlenberg. Und das ist meine Schwester Juliane. Wie alt bist denn du? 11. Und ihr? Ich bin auch 11. Und Juliane ist 13. Bist du mit deinen Eltern hier? Ja, natürlich. Und mit meiner kleinen Schwester. Und wie alt ist die? Ach, die ist noch ein Baby. Die liegt da hinten im Wagen. Ah, hier ist ja Besuch. Guten Morgen. Ihr seid wohl die beiden Mädchen von der anderen Hütte. Ja, haben Sie uns auch gesehen? Ja, wir haben heute Morgen Rauch aufsteigen sehen. Wollt ihr mit Thomas spielen? Gern, wenn wir dürfen. Natürlich dürft ihr das. Geht aber nicht so weit von der Hütte fort. Ihr könnt euch sonst verlaufen. Wir gehen nicht weit. Nur bis zu unserer Hütte und ein bisschen weiter. Nun durchstreifen die Kinder mit Eifer den Wald, entdecken Wildspuren und vieles andere. Plötzlich kommen sie auf eine kleine Lichtung. Sibylle zeigt auf den feuchten, ausgefahrenen Weg. Seht mal, hier sind Wagenspuren. Noch ganz frisch. Autoreifen. Sind wir nicht gestern diesen Weg raufgekommen? Das ist unsere Spur, na klar. Stimmt. Hier sind wir gefahren. Was ist das da unten für ein Dorf? Mann, geht das aber hier steil runter. Sibylle! Nicht so nah an den Abhang. Hier ist es gefährlich. Thomas! Puh, mein lieber Mann, das ist aber wirklich gefährlich. Der wäre ja bald ganz gewaltig runtergerutscht. Das Moos hier am Rand ist ja wie Glatteis. Komm auf den Weg zurück. Sibylle, du auch. Du, bück dich mal. Sieh mal hier. Was ist denn da? Was macht ihr auf einmal für komische Gesichter? Sieh mal hier, wo wir gestern Abend langgefahren sind. Mein lieber Mann, der hat aber nicht viel gefehlt und ihr werdet den ganzen Abhang runtergekollert. Es war schrecklich dunkel gestern Abend. Wir wollen es Vati lieber nicht sagen. Mutti erst recht nicht. Die hat sich auf der Autobahn schon so aufgeregt. Was war denn auf der Autobahn? Da war ein furchtbarer Unfall. Ein Laster hat Bleche verloren und ein anderer ist draufgefahren. Wären wir 10 Minuten früher gewesen, hätte es uns auch erwischen können. Na, da habt ihr ja einen guten Schutzengel gehabt. Und hier war er immer noch bei uns. War? Er ist bestimmt jetzt auch noch da. Nee, das glaubt ihr doch nicht im Ernst. Wieso nicht? Glaubst du nicht an Schutzengel? Ach wo, das ist doch nur so ein Sprichwort. Oder habt ihr etwa schon mal einen Engel gesehen? Nein, das nicht. Aber es gibt sie, das ist klar. Wo willst du denn das wissen? Das steht doch in der Bibel. Ich habe mal welche auf Bildern gesehen, aber die waren mehr Babys als Engel. Und furchtbar dick. Engel sind keine dicken Babys. Das sind Helden. Es gibt sogar Fürsten unter den Engeln. Das glaubst du doch selbst nicht. Natürlich glauben wir das. Man kennt sogar die Namen von 2 Fürsten. Einer heißt Michael und ein anderer Gabriel. Ach nee, so moderne Namen haben die also. Naja, die Namen sind schon alt. Die Leute wissen das wahrscheinlich nicht. Und einer war der Teufel. Was? Kitzel mich mal, damit ich besser lachen kann. Das ist kein Witz. Das ist wahr. Er ist allerdings jetzt kein Engel mehr. Aber er war einer. Sogar der Höchste. Vielleicht ein König. Und natürlich hieß er nicht Teufel. Denn? Er hatte einen anderen Namen. Kein Mensch weiß, wie er vorher geheißen hat. Nur Gott. Und Gott hat seinen Namen verschwiegen. Er soll der höchste und schönste und klügste Engel gewesen sein. Sozusagen die rechte Hand Gottes. Und mächtig, du stellst es dir nicht vor. Er hatte nämlich über 1 Million Engel zu regieren. Was hatten die denn zu tun? Ich weiß nicht. Mein Vater sagt, Engel sind die Diener und Soldaten Gottes. Sie führen seine Befehle aus. Gott schickt sie zu den Menschen, um die Menschen zu beschützen oder auch zu bestrafen. Aber was die Engel vorher machten, bevor es Menschen gab, weiß niemand. Mein Vater sagt, manche Engel sind Tag und Nacht damit beschäftigt, Gott zu loben. Und das haben sie wahrscheinlich schon getan, bevor es die Menschen gab. Warum heißt der mächtige Engel jetzt Teufel? Er ist kein Engel mehr, er ist der Teufel. Naja, aber warum? Weil ihm eines Tages selbst auffiel, wie klug und mächtig er war und...
Juliane, erzähl du mal. Du kannst das besser als ich. Naja, ich will es mal probieren. Also, und dann dachte er, ich bin fast so wie Gott. Und diesem Gedanken, dem folgte bald der nächste. Ich will auch Gott sein. Warum sollte ich eigentlich nicht Gott sein, wenn ich so klug und so mächtig und so schön bin und wenn mir so viele Engel gehorchen müssen? Nun denke ich mir, dass er diesen Gedanken immer weiter ausgesponnen hat, bis es dann zu dieser furchtbaren Trennung kam. Ich kann mir richtig vorstellen, wie der Teufel sich vor Gott hingestellt und gesagt hat, ich will dir nicht mehr gehorchen, ich will auch nicht mehr dein Untergebener sein, ich will jetzt selbst Gott sein. Und Gott? Was hat Gott da gesagt? Ich weiß nicht. Ich glaube, dass er furchtbar traurig gewesen ist. Ja, vielleicht hat er gesagt, was? Du willst jetzt mein Feind sein? Warum willst du das? Ich habe dir so viel Macht gegeben. Ist dir das noch immer nicht genug? Du kannst nicht mächtiger sein als ich. Ich bin Gott. Was hat der Teufel darauf geantwortet? Ich denke, er hat gesagt, wir können ja ausprobieren, wer mächtiger ist. Du musst das erst beweisen. Wir wollen miteinander kämpfen und dann können wir sehen, wer den Sieg behält. Warum hat Gott ihn denn nicht getötet, wenn er wirklich der Stärkere war? Ich weiß nicht. Vielleicht sagte sich Gott, wenn ich den Engelfürsten töte, dann werden alle mich fürchten und sich vor mir ducken. Aber ich möchte doch geliebt werden und ich möchte mich mit den Engeln unterhalten und mit ihnen über meine Pläne sprechen. Wenn ich den Engelfürsten töte, dann werden sie mir nur noch aus Furcht gehorchen. Ich weiß nicht, ob Gott diese Gedanken hatte, aber es könnte ja sein, oder? Ja, und ich denke mir, jetzt hat der Engelfürst gerufen, her zu mir, wer mir gehorchen will. Ich will mit euch ein eigenes Reich aufmachen. Und sind denn welche gekommen? Ja, leider. Viele sogar. Viele Engel. Und mit ihrem Obersten sind sie auch zu Teufeln geworden. Zu bösen Geistern. Was machen die? Sind die in der Hölle? Ha, das wäre gut. Aber leider sind sie nicht in der Hölle, sondern bei uns. Der Teufel hat nämlich seinen Untergebenen befohlen, uns auf Schritt und Tritt zu beobachten. Sie sollen uns Böses zufügen und versuchen, uns zum Stehlen, Lügen und zu Ungehorsam und all so etwas zu bringen. Er will uns nämlich auf seine Seite herüberziehen, um Gott zu beweisen, dass er der Stärkere ist. Aber Gottes Engel sind stärker. Das hat man gestern noch mal richtig gemerkt. Natürlich sind sie stärker, weil Gott ja die größere Macht hat. Aber mein Vater sagt, ihre Stärke nützt uns nichts, wenn wir Gott nicht um seinen Schutz bitten. Und dann lässt er seine Engel um uns sein. Und dann passiert nichts? Nie? Doch, aber wenn was passiert, dann weiß man, dass Gott es geschehen lässt. Und das ist nichts Böses, sondern Gutes. Nee, das kapiere ich nicht. Ich auch nicht richtig. Aber mein Vater sagt, ich soll immer denken, Gott hat mich sehr, sehr lieb und er lässt uns nichts geschehen, was mir schaden könnte. Bei der roten Pupille ist das aber... Was sagst du da? Ach, nicht. Du hast doch was gesagt. Ich hab's was von einer roten Pupille verstanden. Ich auch. Ach, Quatsch. Das ist sein Pfiff. Ah, da hinten, ich sehe ihn. Bei den Tannen steht er. Ich lauf hin. Komm, wir auch. Juliane und Sibylle sind hellhörig geworden. Was war das mit der roten Pupille? Das müssen sie doch unbedingt rauskriegen.
Aber erst am Nachmittag, als sie zusammen am Waldrand sitzen, können sie Thomas fragen. Sag mal, Thomas, du hast da heute Morgen etwas von einer roten Pupille gesagt. Was ist denn damit? Ach, nichts ist damit. Doch. Willst du es uns nicht sagen? Wir sagen es keinem weiter. Großes Ehrenwort. Großes Ehrenwort. Na schön. Also, die rote Pupille, das ist ein Geheimbund. Und der Geheimbund, das ist viel besser als ein Schutzengel. Wenn man in dem Geheimbund ist, dann braucht man keine Angst zu haben, dass man nur halt die Schularbeit nicht kann. Oder dass einem das Zeugnis vermasselt wird. Oder wenn man knapp bei Kasse ist und dann ist immer Geld da. Oder wenn man zum Beispiel mal was verloren hat, dann wird es wiedergefunden. Oder wenn man zum Beispiel mal in Schwierigkeiten kommt mit der Polizei oder so. Und dann wird man verteidigt oder die Sache wird totgetreten. Thomas, aber das ist doch Quatsch. Das ist kein Quatsch, wirklich nicht. Eigentlich dürfte ich ja noch nicht in den Geheimbund aufgenommen werden. Zur roten Pupille gehören nur 14- bis 18-Jährige. Aha, und du bist drin. Und warum? Rudi hat gesagt, bei mir macht er eine Ausnahme. Wer ist Rudi? Das ist der Junge von Vaters Kollege. Und warum macht er bei dir eine Ausnahme? Ich weiß nicht. Er sagt, wenn ich die Probe bestehe, könnte ich in den Geheimbund aufgenommen werden. Und du hast die Mutprobe bestanden? Ach, das war doch überhaupt keine Mutprobe. Das war sozusagen überhaupt nichts. Rudi hat mir gesagt, wenn wir in den Ferien fahren, soll ich dafür sorgen, dass das Garagentor nicht abgeschlossen wird. Warum nicht? Er sagte, er wollte ein oder zwei Tage lang mit seinen Kameraden einen Ort haben, wohin sie sich verziehen könnten, wenn es draußen regnet. Und viel Platz haben sie da sowieso nicht. Warum nicht? Naja, Mutis Auto steht ja in der Garage. Ich sagte das Rudi auch. Aber der meinte, das wäre nicht schlimm. Sie hätten schon Platz genug. Das Auto von deiner Mutter steht drin? Ja. Und du sollst die Garagentür nicht abschließen? Ja. Du hast doch wohl die Garagentür nicht offen gelassen. Denkst du, man würde jeden Tag Mitglied in der roten Pupille? Natürlich habe ich die Garagentür offen gelassen. Die werden jetzt mit dem Auto von deiner Mutter durch die Gegend fahren. Du bist ja verrückt. Das würden die nie tun. Nie. Weiß dein Vater was davon? Ich bitte dich. Ich habe einen Schwur leisten müssen, dass niemand was davon erfährt. Du bist vielleicht ein blöder Hammel. Die haben dich ganz schön übers Ohr gehauen. Thomas, ich würde auch nicht so fest daran glauben, dass dir die rote Pupille hilft, wenn du mal in Schwierigkeiten bist. Was sollte sie denn machen, wenn jetzt wirklich was Schlimmes passiert wäre? Ach Mensch, lass mich doch in Ruhe. Jawohl, ich glaube an die rote Pupille. Genauso gut, wie ihr an euren Schutzengel glaubt. Aber mit den Engeln, das ist doch was ganz anderes. Sie sind immer um uns. Immer, sagt mein Vater. Woher willst du denn das wissen, hä? Er hat doch noch keinen gesehen, dein Vater. Oder etwa doch? Nein, aber es steht in der Bibel. Und was in der Bibel steht, das glaubt ihr. Ja, natürlich. Du etwa nicht? Und die ganze Geschichte da von Adam und Eva und dem geklauten Apfel und so. Die glaubt ihr wohl auch. Von einem geklauten Apfel steht überhaupt nichts in der Bibel. Nicht das Geringste. So, aber ein Baum und eine Schlange kommen doch darin vor. Ja, die schon, aber von einem Apfel ist nicht die Rede. Erzähl ihm doch mal, Juliane. Oder willst du die Geschichte nicht hören? Ich sage schon, wenn es mir zu langweilig wird. Also, das war so. Eines Tages sagte Gott zu seinem Sohn... Wieso hatte Gott denn einen Sohn? Natürlich, Jesus. Ich dachte, der kam erst, als es schon Menschen gab. Gottes Sohn war schon immer da. So lange wie Gott. Auf die Erde kam er erst später, als es mit den Menschen nicht so klappte, wie Gott es sich gewünscht hatte. Wie hatte Gott es sich denn gewünscht? Nun, Gott wollte, dass die Menschen tun, was er ihnen sagt. Und sie haben es natürlich nicht getan. Nein, leider nicht. Warum nicht? Ach, du stellst Fragen. Nun, der Teufel, der sagte ihnen, gehorcht mir, ich habe euch viel Besseres zu bieten als Gott. Und der Teufel, der war der Engelfürst. Ja, aber unterbrich Juliane nicht immer. Lass sie von Anfang an erzählen, sonst kapierst du es doch nicht. Na schön, die Dame. Also Gott sagte zu seinem Sohn, weißt du was, wir sollten Geschöpfe haben, die wir lieben und die uns auch lieben. Wir sollten Menschen haben, die meine Kinder sind. Gott hatte die Engel aber auch lieb. Natürlich, aber die Engel... Die waren ja sowas Ähnliches wie die Soldaten Gottes oder seine Diener. Gott wollte aber Kinder haben. Wisst ihr, eine Familie, die sagen konnte, wir gehören zusammen. Gott ist unser Vater und wir sind seine Kinder. Ach so, ja. Und nun dachte er sich etwas Herrliches für sie aus. Er wollte ihnen eine Erde machen, auf der sie wohnen können, die ihnen ganz allein gehörte und auf der sie bauen und pflanzen und ernten konnten, so viel sie Lust hatten und natürlich auch singen und spielen. Er stellte einen Plan auf, wie er vorgehen wollte. Sozusagen ein 7-Tage-Plan. Am ersten Tag machte er 2 Dinge. Einmal den Himmel und dann die Erde. An einem Tag?
Das glaubst du doch selbst nicht. Doch, ich glaub das schon. Gott kann sowas. Aber vielleicht war das auch kein richtiger Tag wie unser. So mit 24 Stunden und so. Mein Vater sagt, so ein Tag kann vielleicht eine Million Jahre lang sein. Oder noch länger. Oder vielleicht auch kürzer. Wer weiß. An diesem ersten Tag machte Gott also den Himmel und die Erde. Aber es war nicht gleich blauer Himmel über der Erde und die Erde schön trocken und grün, wie wir das jetzt so haben. Kein Gedanke. Das heißt, die Erde war wüst und leer und es war überall furchtbare Finsternis. Kein bisschen Licht. Kann man sich nicht vorstellen, nicht wahr? Mm-mm. Immer dunkel. Nicht mal ein grauer Schimmer. Und auf der Erde war alles voll Wasser. Wie eine riesige Überschwemmung. So stelle ich mir das vor. In diese schreckliche Finsternis hinein sagt Gott, es werde Licht. Da wurde es hell und heller, obwohl die Sonne noch nicht da war, auch kein Mond. Nun sagte Gott zu dem Wasser, sammle dich und fließe dahin, wo ich es dir befehle. Da floss das Wasser vom Land ab und sammelte sich, und es entstanden die Meere. Und dann sagte Gott, Erde, jetzt wachse auf dir allerlei Gras, allerlei Bäume, allerlei Blumen und Sträucher. Da wuchs das Gras aus der Erde. Es entstanden Wiesen und grüne Täler und Bäume kamen aus der Erde. Und es gab Wälder und herrliche Berge. Und natürlich wuchsen auch Obstbäume. Und es gab Obst und Beeren und Nüsse und Apfelsinen. Und Äpfel. Äpfel. Natürlich auch Äpfel in Fülle. Und Gott sah, dass es gut war. Aber es fehlte immer noch einiges für das Kommen des Menschen. Darum machte Gott nun die Sonne, den Mond und die Sterne, damit der Mensch sich freuen konnte, wenn er nachts den Mond und die Sterne am Himmel sah. Und als das alles soweit fertig war, sagte er, jetzt ist die Erde fertig für lebende Wesen. Ich will sie erschaffen. Und dann machte er den Menschen. Nee, eben nicht. Für den Menschen war die Erde nämlich immer noch nicht schön genug. Überlege mal, was noch fehlte. Hör mal, hörst du was? Ein Vogel. Ich höre Vögel. Ja, und die machte Gott jetzt. Die Vögel, große und kleine. Und jeder Vogel pfiff anders. Astrein. Stell dir vor, wie das gewesen sein muss, als auf einmal über einer totenstillen Erde Vogelgezwitscher war. Zugleich mit den Vögeln machte er die Fische. Riesige Fische, Wale und so. Und ganz klitzekleine. Und Frösche natürlich. Frösche auch. Einfach alles. Alles, was du dir im Wasser und in der Luft denken kannst. Und dann kamen die anderen Tiere an die Reihe. Rehe und Hasen und Pferde. Und Hühner und Gänse. Naja, eben alles, was lebt. Alles. Jetzt war es nicht mehr totenstill auf der Erde. Die Tiere brüllten und pfiffen und grunzten. Und sie sprangen durch die Wiesen oder lagen am Wald. Und sie fraßen von den herrlichen Früchten, die überall wuchsen. Jetzt ist alles fertig für den Menschen, sagte Gott. Jetzt will ich ihn erschaffen. Wie machte Gott denn den Menschen? Nun, in der Bibel steht, Gott machte den Menschen aus einem Klumpen Erde. Ach so, wie aus Knete zum Beispiel. Mein Vater sagt, es ist ein großes Geheimnis. Man weiß nicht genau, wie Gott den Menschen gemacht hat. In der Bibel steht einfach, er formte ihn. Aber jedenfalls aus Erde. Nun, das Material ist Erde. Mein Vater sagt, es ist wie mit dem Papier. Wir fühlen Papier und sehen Papier. Aber das Material, aus dem es hergestellt ist, ist Holz. Sind Bäume. Es gibt auch holzfreies Papier und das ist viel besser. Es gibt aber keine erdefreien Menschen, keinen einzigen. Und dann, was passierte dann, als der Mensch fertig war? Ja, dann passierte eben das Wichtigste. Gott hauchte ihn an, so vielleicht. Und da kriegt er Leben. Was hat er da gemacht? Er hat ganz gewiss Gott angeguckt und sich gedacht, das ist Gott, der mich gemacht hat. Und dann hat er vielleicht gemerkt, dass er sprechen kann. Und da hat er gedacht, wenn ich sprechen kann, dann kann ich mich ja mit Gott unterhalten. Und wenn er mit mir spricht, dann kann ich ihm Antwort geben. Und dann hat er sich vielleicht umgesehen und entdeckt, in welch einer herrlichen Gegend er wohnte. Und vielleicht sagte ihm Gott da, du bist im Paradies. Nun, jedenfalls zeigte ihm Gott das ganze Paradies. All die herrlichen Blumen und Früchte und Bäume. Als er ihm alles gezeigt hatte, blieb er vor einem Baum stehen, sah den Menschen an und sagte, ich habe dir jetzt alles gezeigt. Das Paradies gehört dir. Und alles, was darin wächst und blüht, gehört auch dir. Auch alle Tiere gehören dir. Wenn du sie rufst, werden sie kommen. Sie werden dir gehorchen. Gleich werde ich die Tiere zu dir bringen. Auch die Vögel.
Und du sollst ihnen einen Namen geben, mit dem du sie rufen kannst. So wie du sie nennst, so sollen sie heißen. Aber erst schau dir ganz genau diesen Baum an. Alle Früchte, die du im Garten entdeckst, darfst du essen. Aber die Frucht, die an diesem Baum wächst, darfst du nicht essen. Wenn du davon isst, wirst du sterben. Ich möchte, dass du mir gehorchst und nicht davon isst. Und was sagte der Mensch da? Was er gesagt hat, steht nicht in der Bibel. Aber wenn ich mich an seine Stelle versetze, dann könnte ich mir denken, dass er fröhlich gelacht und geantwortet hat. Aber es gibt doch so viele und so herrliche Früchte im Paradies. Warum sollte ich ausgerechnet von diesem Baum essen? Und es steht wirklich nicht da, dass es Äpfel waren? Nein, von Äpfeln steht da überhaupt nichts. Aber die Frau war doch da, diese Eva. Nein, die war noch nicht da. Der Mann war ganz allein auf der Erde. Nur Tiere waren da. So wie Robinson auf seiner Insel. Ja, wie Robinson. Vielleicht hat der Mensch eines Tages gedacht, ich möchte mit jemand sprechen können, der genauso ist wie ich. Die Tiere sind anders und Gott ist auch anders. Aber ein Geschöpf, wie ich es bin, habe ich noch nicht gefunden. Gott wusste, dass es auf die Dauer nicht schön war, wenn der Mensch ganz allein auf der Welt war. Er sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Der Mensch braucht jemand, mit dem er sprechen kann und mit dem er sich freuen kann, mit dem er zusammen Pläne machen und arbeiten kann. Ich will ihm eine Frau geben, die um ihn ist. Eines Tages kam ein tiefer, tiefer Schlaf über den Menschen. Als er wach wurde und sich umsah, entdeckte er ein Geschöpf, das genauso war wie er. Er sprang auf und rief, »Ich weiß, wer du bist. Du bist meine Frau. Gott hat mir eine Frau geschenkt. Du bist Eva. Und du bist Adam, mein Mann«, sagte Eva. Und nun lebten sie mit allen Tieren und Blumen und Bäumen und Vögeln im Paradies und waren sehr, sehr glücklich. Ja, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Du, das ist kein Märchen, was Juliane dir erzählt hat. Und sie sind eben auch gestorben. Das ist ja die traurigste Geschichte der Welt. Eines Tages... Was war das? Donner, es gibt ein Gewitter. Ich habe schreckliche Angst vor Gewittern. Bald kracht das ganz fürchterlich. Du, warum mussten sie denn sterben? Weißt du, weil sie dem Teufel mehr geglaubt haben als Gott. Und dabei hat er sie ganz fürchterlich belogen. Schön dumm von den Menschen, sich belügen zu lassen. Und du, meinst du, du wärst gescheiter? Du mit deiner roten Pupille. Kinder, Kinder, wo seid ihr? Wollt ihr nicht lieber reinkommen? Ja, wir kommen sofort. Das Geheimnis der roten Pupille. Ein Hörspiel des Evangeliumsrundfunks für Jungen und Mädchen. Das Geheimnis der roten Pupille. Hallo Thomas, prima, dass du kommst. Hast du eine Idee, was wir tun können? Ich weiß, wir gehen zu unserem Auto und hören Polizeifunk. Was? Polizeifunk. Mein Vater hat ein Radio im Auto, da kann man auch Funk einstellen. Polizeifunk übrigens auch. Das ist höchst interessant. Was ist das denn? Wie? Ihr wisst nicht, was Polizeifunk ist? Die geben doch immer Meldungen durch, wenn sie einen schnappen wollen. Oder wenn irgendwo was passiert ist, ein Unfall oder ein Mord oder so. Oh, toll. Das ist wirklich sehr aufregend. Einmal habe ich mitgehört, wie sie hinter einem Bankräuber her waren. Wenn ich jetzt einstelle, dann weiß ich, ob zu Hause was los ist. Hört man das in ganz Deutschland? Och, ich weiß nicht. Aber wenn bei uns was los ist, dann kann ich's hören. Wir wohnen ja nur 18 Kilometer von hier entfernt. Darf man das denn? Ich weiß nicht. Mein Vater hat keine Ahnung, dass ich den Polizeifunk höre. Aber wenn wir uns jetzt ins Auto setzen, dann... Nee. Wir warten, bis sie weg sind. Die gehen immer morgens spazieren. Ist das Auto denn nicht abgeschlossen? Doch, aber ich weiß, wo der Schlüssel liegt. Ey, guckt mal. So ein Pech. Die Eltern sind ja noch da. Was machen wir jetzt? Wisst ihr was? Wir gehen dort hinten auf den Hochsitz. Von dort aus können wir die Hütte beobachten. Sobald die Luft rein ist, laufen wir dann zum Auto. Hurra, ich bin oben. Vorsicht, Juliane.
Thomas, du sollst doch nicht immer so wackeln. Angsthase. Los, bleib nicht auf der Leiter stehen. Setz dich auf die Bank. Prima Beobachtungsposten, was? Aber wer weiß, wie lang das noch dauert. Tja. Ey, wie ist mit einer Geschichte? Wer fängt an? Du. Ich weiß doch keine. Erzähl doch was von deiner roten Pupille. Ach, halt den Mund und red dich immer von meiner roten Pupille. Lass sie doch weiter erzählen. Wen? Na, die Juliane. Ich denke, die Geschichte geht noch weiter. Von den Engeln und von dem Teufel. Heute kommt die Schlange an die Reihe. Ach, die Schlange. Da war ja noch was mit einer Schlange. Wie weit hatte ich denn erzählt? Es gab jetzt zwei Leute auf der Welt. Einen Mann und eine Frau. Der Mann sagte, du bist ja meine Frau. Und die Frau sagte, du bist ja mein Mann. Soweit hatte ich erzählt. Sie wohnten also im Paradies mit allen Tieren und Blumen zusammen und hatten ein herrliches Leben. Eines Tages, so denke ich mir wenigstens, ging Eva allein spazieren. Und plötzlich hörte sie eine Stimme. Na, dachte sie, diese Stimme habe ich noch nie gehört. Es ist nicht mein Mann. Und das ist auch nicht Gott. Wer ruft mich denn da? Als sie sich umdrehte, sah sie eine Schlange. Konnten die Tiere denn sprechen? Ich weiß nicht. Vielleicht nicht. Mein Vater sagt, der Teufel hat sich in der Schlange versteckt und der hat gesprochen. Warum ausgerechnet in der Schlange? Ich weiß nicht. Mein Vater sagt, die Schlange kann zuerst ganz anders ausgesehen haben. Vielleicht hat sie Beine gehabt. Beine? Eine Schlange? Ja, aber warte doch mal ab. Warum sprichst du mit mir? Fragte Eva. Und da sagte die Schlange, du bist an diesem wunderschönen Baum vorübergegangen, den nicht einmal angesehen. Siehst du denn nicht, welche Früchte er trägt? Doch natürlich, sagte Eva, das Wasser läuft mir im Mund zusammen. Aber genau dies ist doch der Baum, von dem wir nicht essen sollen. Wer hat das denn gesagt? Fragte die Schlange. Gott, antwortete Eva. Gott hat zu meinem Mann gesagt, du sollst essen von allerlei Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Wenn du davon isst, stirbst du. Jetzt höre ich richtig, wie die Schlange gelacht hat. Sie hat nämlich gesagt, was? Das sollte Gott gesagt haben? Und was hat sie da gesagt? Wer? Na, die Eva. Ich weiß nicht. Vielleicht hat sie gedacht, Gott hat es ja zu Adam gesagt, aber nicht zu mir. Haha, rief da die Schlange. Sterben? Ihr werdet doch nicht sterben, wenn ihr von diesem Baum esst. Im Gegenteil, ihr werdet etwas ganz Seltsames erleben. Sobald ihr von diesem Baum esst, werdet ihr wissen, was gut und was böse ist. Eva sah die ganze Zeit zu dem Baum hin und sie meinte, im ganzen Paradies noch nie so schöne Früchte gesehen zu haben. Das Wasser floss ihr im Mund zusammen und sie wurde immer neugieriger auf die Frucht und auf das Klugsein. Und auf einmal, sie wusste sicher überhaupt nicht, wie schnell das geschah, hatte sie eine Frucht abgepflückt und biss hinein. Und da wurde sie klug. Na, zuerst mal merkte sie, dass sie nicht einfach tot umfiel. Und ich denke mir, dass der Teufel, also die Schlange, gesagt hat, bitte sehr, was habe ich dir gesagt? Du wirst nicht sterben. Und dann kam ihr Mann. Ja, dann kam Adam. Und sie sagte, komm Adam, probier. Du hast in deinem ganzen Leben noch nie so etwas Herrliches gegessen. Und dann wird Adam sicher sehr erschrocken gewesen sein und gerufen haben, Eva, was hast du gemacht? Jetzt musst du sterben. Ja, und Eva sagte, aber ich lebe, das siehst du doch. Es ist gar nicht wahr, dass man sterben muss, wenn man von dem Baum ist. Im Gegenteil, man wird klug. Komm, nimm, dann wirst du auch wissen, was gut und böse ist. Ja, und dann passiert es eben. Was? Adam nahm von der Frucht und aß. Und dann fielen sie aber tot um. Nein, aber von dem Augenblick war die ansteckende Krankheit in ihnen. Welche ansteckende Krankheit? Die Sünde. Sie steckte jetzt wie Bazillen im Menschen. Und jeder Mensch, der geboren wird, bringt diese Bazillen mit auf die Welt. Es ist erblich, verstehst du? Unbedingt erblich. Und weil die Bazillen tödlich sind, muss jeder Mensch sterben. Jeder. Ja, und es gibt nie ein Heilmittel dagegen. Aber nein, Sibylle, das stimmt nicht. Es gibt ein Heilmittel, aber das weißt du doch. Ach so, ja, natürlich. Da, seht mal, jetzt gehen sie. Aber dann los zum Auto. Moment mal. Sie scheinen doch noch nicht zu gehen. Es sieht so aus, als wollten sie zum zweiten Mal frühstücken. So ein Pech. Dann warten wir eben noch. Erzähl weiter, Juliane. Jetzt hatten sie also beide von dem verbotenen Baum gegessen. Und da passierte etwas sehr Merkwürdiges.
Sie merkten auf einmal, dass sie nichts anhatten. Vorher hatten sie das nicht gemerkt. Sie hatten nicht gefroren und sie hatten sich auch nicht geschämt. Aber jetzt auf einmal war es ihnen peinlich. Und sie dachten, so geht es ja nicht. Wir müssen ja etwas anziehen. Weil sie natürlich keine Kleider fanden, flochten sie Blätter zusammen und die hängten sie sich um. Vielleicht hat auch gerade ein Löwe gebrüllt und sie haben zum ersten Mal einen Schrecken gekriegt. Oder vielleicht hat sich eine Wespe auf Evas Arm gesetzt und sie hat geschrien, weil sie gedacht hat, jetzt sticht sie. Oder da kam ein Adler angeflogen, der hat sich auf Adams Schulter gesetzt. Und da hat zum ersten Mal die Krallen gesehen und hat die Luft angehalten vor Angst. Vielleicht war das so, vielleicht nicht. Jedenfalls haben sie zum ersten Mal gewusst, was Angst ist. Die Angst ist ins Paradies gekommen. Vor allem am Abend. Weil es dunkel wurde. Bestimmt haben sie zum ersten Mal auch Angst gehabt vor dem Dunkel. Aber vor allem haben sie Angst gehabt vor Gott. Gott ging nämlich abends im Paradies spazieren und besuchte Adam und Eva. Ja, auch an diesem Abend kam Gott ins Paradies. Als Adam und Eva ihn kommen sahen, bekamen sie furchtbare Angst und sie versteckten sich. Gott sah sich überall um. Und als Adam und Eva nirgendwo zu sehen waren, rief er, »Wo bist du?« Da kam Adam aus seinem Versteck hervor und sagte, »Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt und deshalb versteckte ich mich.« Da wurde Gott furchtbar traurig und sagte, »Adam, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Du hast von dem verbotenen Baum gegessen, gib's zu.« Adam ließ den Kopf hängen und murmelte, »Die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mir die Frucht hingereicht und da habe ich gegessen.« Da hat er sich aber ganz schön gut rausgeredet. »Ja, mein Vater sagt, er gab nicht nur seiner Frau die Schuld, sondern auch Gott, weil der ihm so eine Frau gegeben hat.« »Die Frau? Was sagte die darauf?« »Zuerst nichts. Aber Gott drehte sich zu ihr herum und sagte traurig, »Warum hast du das getan?« Und jetzt redete sich auch Eva heraus und sagte, »Die Schlange betrog mich und da habe ich gegessen.« Da rief Gott die Schlange herzu und sprach, »Weil du das getan hast, weil du eine Stimme des Teufels gewesen bist und die Menschen betrogen hast, deshalb sollst du gehasst werden von allen Tieren. Von nun an sollst du auf deinem Bauch kriechen und alle sollen dich verabscheuen.« Und von da an wurde die Schlange so richtig zur Schlange. Und von da an hatte sie keine Beine mehr. Ja, und dann sagte Gott zu den beiden Menschen, ihr könnt nicht mehr im Paradies bleiben. Von jetzt ab müsst ihr schwer arbeiten, damit ihr was zu essen und zum Anziehen habt. Manchmal wird Hagel kommen oder Sturm und die Ernte vernichten. Manche Tiere werden euch anfallen und beißen und euch in eurem Garten den Kohl wegfressen. Und ihr werdet auch Krankheiten bekommen und Hunger und Durst und Fieber und vielleicht Scharlach. Von Scharlach hat Gott bestimmt nichts gesagt. Fiel mir gerade so ein. Aber Scharlach ist natürlich auch gekommen. Für die Menschen muss das abscheulich gewesen sein. Und wie? Die haben sich gewiss immer wieder vor den Kopf geschlagen und gerufen, wie konnten wir nur so dumm sein und der Schlange glauben? Und dann hat Gott gesagt, ich will euch Kinder geben. Und den Kindern will ich wieder Kinder geben und denen auch wieder und immer so weiter. Zuerst werdet ihr eine Familie sein und dann ein Dorf, eine ganze Stadt und dann ein Volk und dann viele Völker. Und dann werdet ihr die ganze Erde bewohnen. Und das ist auch so geschehen. Und dann hat Gott ihnen ein Versprechen gegeben. Er hat gesagt, es wird nicht immer und immer so bleiben. Ihr habt zwar den Fluch über die Erde gebracht, sodass nun alle Menschen, die geboren werden, auch sterben müssen. Aber ich will eines Tages jemand schicken, der die Menschen vom Fluch erlöst. Eines Tages kommt jemand, der ist viel stärker als der Teufel. Und der wird die Menschen... Da, jetzt gehen Sie! Jetzt gehen Sie wirklich! Da, Mutter hat einen Spazierstock in der Hand! Die Kinder laufen zum Auto. Thomas holt den Reserveautoschlüssel, der in Vaters Nachttischschublade liegt, und schließt auf. So, geht rein! Und jetzt pass auf, stell jetzt auf Funk ein! Ich höre nichts. Ah ja, man hört ja nicht immer was. Manchmal dauert es eine ganze Weile, bis eine Meldung kommt. Dann kommen wirklich einige Meldungen, die aber überhaupt nicht interessant sind. Aber plötzlich... Achtung, Achtung! Richard Nordpol 3, bitte melden! Richard Nordpol 3, bitte melden! Hier, Richard Nordpol 3, bitte kommen! Das Auto trägt wahrscheinlich die Kennnummer Wolfgang Gerhard Ida Siegfried 427 oder 421. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben. Klein, stämmig, dunkles Haar, breite Nase, trägt vermutlich einen hellbeigen Mantel.
Alter 20 bis 22 Jahre. Könnten Sie das Alter bitte nochmal wiederholen? Alter 20 bis 22 Jahre. Der Beifahrer ebenfalls klein, dunkles Haar glatt zurückgekämmt. Gesicht schmal. Farbe des Anzugs oder Mantels nicht bekannt. Das Auto hat vermutlich die Bundesstraße 18 erreicht. Die Landstraße zwischen Dettishofen und Immenried muss unter Kontrolle bleiben. Ende. Richard Nordpol 3 verstanden. Ende. Warum die das Auto schnappen wollen, haben die nicht gesagt. Thomas, wie siehst du denn aus? Wenn es 421 war, dann... Was dann? Sag schon. Dann ist es das Auto deiner Mutter? Mir ist ganz schlecht. Und einer von denen, die sie beschrieben haben, ist Rudi. Was haben sie denn gesagt? Klein, stämmig, dunkles Haar. Der andere übrigens auch. Haar glatt zurückgekämmt, Gesicht schmal. Sieht Rudi nein, so aus? Nein, nein, nein. Der ist groß und hat helles Haar. Und der ist mindestens 1,80 Meter. Ach, dann ist es auch nicht euer Auto. Das stimmt. Dann kann es nicht unser Auto sein. Aber zuerst habe ich doch einen gewaltigen Schrecken gekriegt. Solltest du nicht lieber... Achtung, Achtung! Richard Nordpol 3, bitte melden. Hier, Richard Nordpol 3, bitte kommen. Kontrolle zwischen Dettishofen und Immenried ist aufgehoben. Verdächtiges Fahrzeug wurde von Waldarbeitern im Kiesläger Forst gesichtet. Ja, hier, Streifenwagen 59. Fahrzeug im Kiesläger Forst, Fehlanzeige. Achtung, Achtung an alle. Weißer Volkswagen mit Schiebedach hat eben mit überhöhter Geschwindigkeit Gebratshofen durchfahren und ist auf die Landstraße zum Stausee eingebogen. Streifen 74, 68. Was hat den Knopf gedreht, Sibylle? Hab ich nicht. Der ist von selbst verschwunden. Aber ein weißer VW ist es. Mit Schiebedach. Wenn es Rudi nicht ist, dann kann es auch nicht unser Auto sein. An deiner Stelle würde ich es den Eltern sagen. Vielleicht haben andere das Auto geklaut. Quatsch! Ihr wollt mir ja nur Angst machen. Ich habe... Achtung, Achtung! Weißer Volkswagen muss bei Kilometerstein 729 in einen Seitenweg eingebogen sein. Streifenwagen 17. Verfolgung aufnehmen. Hallo, was ist denn hier los? Wie, ihr seid schon zurück? Was war das eben? Warum sitzt ihr hier beim schönen Wetter in meinem Auto? Och, wir haben nur mal ein bisschen Polizeifunk gehört. Polizeifunk, Thomas? Weißt du denn nicht, dass das verboten ist? Also los, raus jetzt mit euch! Raus, raus, raus! Ja. Stellt sofort das Gerät ab! Dass du mir das nicht noch einmal anrührst, Thomas. Ha, verstanden? Ja, ja, Vati. Ich tu's nicht mehr. Hallo, Thomas! Was hast du denn heute vor? Du willst doch nicht wieder Polizeifunk hören. Nee, aber Nachrichten, die darf man doch wohl noch hören, oder? Außerdem hat mein Vater den Autoschlüssel mitgenommen. Ich kann ja sowieso nicht rein. Warum fummelst du denn dauernd am Schloss rum? Nichts, nur so. Gib zu, du hast Angst. Quatsch! Du bist nicht sicher wegen der Autonummer, das ist nämlich... Quatsch, hab ich gesagt. Rudi war nicht dabei, das weiß ich ja genau. Ja dann? Warum sagst du es denn nicht deinen Eltern? Ich bin ja kein Petzer. Mit Petzen hat das nichts zu tun. Heute ist so heiß, ich hab so nichts Lust. Weißt du was? Wir legen uns unter der Tanne in die Liegestühle. Und ich erzähle die Geschichte weiter. Ja, schön, meinetwegen. So, da hast du ein paar Kissen. Danke. Also, in einem kleinen Städtchen lebte ein Mädchen, das hieß Maria. Und das war mit einem jungen Mann verlobt, der hieß Josef. Du musst doch erst sagen, dass Adam und Eva Kinder bekamen. Und die bekamen auch wieder Kinder und immer so weiter. Und dass es bald auf der ganzen Erde von Menschen wimmelte. Na gut. Es gab also mit der Zeit Dörfer, Städte und Völker. Und Germanen. Natürlich. Auch Germanen und Angelsachsen. Und außerdem auch Juden und Römer. Das Mädchen Maria gehörte zum Volk der Juden. Und die waren von den Römern besiegt worden. Die waren überhaupt schwer auf Draht, die Römer. Aber im Teutoburger Wald sind sie von uns besiegt worden. Als die Römer frech geworden, sim, 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 zogen sie nach Deutschlands Norden, sim, sim. Wenn du nicht gleich still bist, erzähl ich nicht weiter. Ich bin ja schon still. Eines Tages saß Maria also ganz allein in ihrem Zimmer. Sei doch ruhig. Ja. Also nochmal.
Eines Tages saß Maria also ganz allein in ihrem Zimmer. Plötzlich hörte sie ein Geräusch. Sie dreht sich um und da steht ein Mann da, auf einmal. Sie kriegt einen furchtbaren Schrecken. Aber ehe sie um Hilfe schreien kann, verbeugt sich der Mann vor ihr und sagt, »Sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir.« Als er das sagte, erschrak sie noch mehr und dachte, »Was für ein Gruß ist das? So hat mich noch niemand begrüßt.« Und wie sie den Mann gerade fragen will, wer er ist, da sagt er, »Fürchte dich nicht, Maria. Gott will dir einen Sohn schenken, und den sollst du Jesus nennen.« »Aber ich bin nicht verheiratet«, sagte Maria. »Ich bin erst verlobt.« »Das weiß ich«, sagte der Mann. »Josef wird auch nicht der Vater deines Sohnes sein, sondern Gott.« »Gott?« rief Maria. »Ja«, sagte der Mann. »Dein Kind wird der Sohn Gottes sein.« Der Mann merkte, dass Maria ziemlich fassungslos war, und deshalb sagt er, »Damit du siehst, dass ich dich nicht belüge, will ich dir verraten, dass deine Tante Elisabeth auch ein Kind bekommt.« »Was?« »Tante Elisabeth«, rief Maria, »aber die ist doch schon ganz alt. Wie kann die denn noch ein Kind bekommen?« »Bei Gott ist kein Ding unmöglich«, sagte der Mann. Da merkte Maria endlich, wer der Mann war. »Ja, und wer war's?« »Ein Engel.« »Ein Engel? Als ob man Engel sehen könnte.« »Manchmal. Manche Menschen haben sogar mit Engeln gesprochen, genau wie Maria. Sie haben nur nicht immer gleich gewusst, dass es Engel waren. Also...« Maria merkte jetzt, dass es ein Engel war, und da verneigte sie sich vor ihm und sagte, »Ich weiß jetzt, dass Gott dich mit dieser Nachricht zu mir geschickt hat. Ich will ihm gehorsam sein.« Und als sie das gesagt hatte, verschwand der Engel, so plötzlich, wie er gekommen war. Und Maria packte sofort ein paar Sachen zusammen und machte sich auf den Weg zu ihrer Tante. »Zu ihrer Tante?« »Ja, zu ihrer Tante.« Endlich war sie da, und als sie ins Haus trat, kam ihr Elisabeth entgegen und rief laut, »Oh, Maria, ich weiß alles. Du sollst die Mutter des Heilands werden. Wie gut, dass du geglaubt hast, was der Engel dir gesagt hat.« »Was? Du weißt schon alles«, rief Maria aus. »Dann hat Gott es dir gesagt, denn ich habe noch mit keinem Menschen darüber gesprochen, nicht einmal mit meinem Verlobten. Und stimmt es, dass Gott dir auch einen Sohn schenken will?« »Ja«, sagte Elisabeth, »das stimmt.« »Toll.« Maria blieb ein Vierteljahr bei ihrer Tante. Als sie dann wieder nach Hause kam, sagte sie zu Josef, »Ich muss dir was erzählen.« Und sie erzählte ihm die ganze Geschichte. Josef war vielleicht erschrocken. Du glaubst es nicht. Ja, und er dachte, »Maria bekommt ein Kind und ich bin nicht der Vater. Wir wollten heiraten und ich wollte der Vater sein von unseren Kindern. Sie belügt mich. Pfui, nein. Und wie sehr sie lügt. Sie sagt, Gott ist der Vater. Es ist ganz entsetzlich.« Und in seiner Verzweiflung beschloss er, heimlich wegzugehen. Maria sollte nie mehr von ihm hören. Aber in der Nacht hatte er einen Traum. Ein Engel trat vor ihn und sagte, »Sei ganz unbesorgt, oh Maria. Sie hat dich nicht belogen. Es ist wahr, sie wird einen Sohn bekommen. Und wenn er geboren wird, dann gib ihm den Namen Jesus. Denn Jesus heißt Retter. Er kommt als Retter auf die Erde zu den Menschen.« Wie glücklich war Josef, als er wach wurde und über den Traum nachdachte. Jetzt wusste er ganz sicher, Maria hat ihn nicht belogen und betrogen. Und dann heirateten sie. Eines Tages befahl der römische Kaiser, alle Leute müssten gezählt werden. Da war irgendwas wegen der Steuern. Und dazu musste Josef nach Bethlehem kommen. Das war ein Ort, der lag sehr, sehr weit weg von ihrem jetzigen Wohnort Nazareth. Als Maria und Josef endlich dort ankamen, bekamen sie nirgendwo mehr ein Zimmer. Es war alles belegt. Das ist uns auch mal passiert. Wir waren in der Stadt und da hat mein Vater Hotel für Hotel angerufen. Aber es war kein Zimmer mehr zu haben. Aber ihr hattet ein Auto und konntet weiterfahren. Ja, natürlich. Und die eben nicht. Es wurde dunkel und Maria fing an zu frieren. Da ging Josef nochmal in ein Haus und fragte, ob sie übernachten könnten. Nein, sagte der Mann, es geht beim besten Willen nicht. Das Haus ist übervoll. Der Mann sah dabei Maria an und hatte Mitleid mit ihr. Und er sagte, Moment mal, lass mich mal überlegen. Es wäre noch eine Möglichkeit. Wollt ihr im Stall schlafen? Dann habt ihr wenigstens ein Dach über dem Kopf. Es ist besser als nichts, dachte Josef. Und Maria war froh, dass sie nun endlich ausruhen konnte. Als sie sich im Stall umsah, entdeckte sie eine Futterkrippe.
Stell sie hier neben mich, sagte Maria zu Josef, und leg Heu hinein. Mach ein Bettchen für meinen Sohn, denn ich glaube, in dieser Nacht soll er geboren werden. Josef tat, was Maria gesagt hatte, und in der Nacht schenkte Gott der Maria wirklich den Sohn. Und als sie ihn im Arm hielt und ansah, da sagte sie zu ihm, Jesus. Und es war wirklich Jesus? Ja. Und dann kamen die Hirten. Was war denn mit den Hirten? Nicht weit von dem Ort waren Hirten auf den Weideplätzen. Es war Nacht und sie saßen um ein Feuer herum, wegen der Raubtiere nämlich. Vielleicht fuhren sie auch. Vielleicht. Hatten sie denn Schafe? Ich weiß nicht. Vielleicht auch Kühe und Ziegen. Als die Männer nun um das Feuer saßen und sich unterhielten und auf verdächtige Geräusche aufpassten, da wurde es auf einmal taghell. So ganz plötzlich, auf einmal. Obwohl es mitten in der Nacht war. Kriegten die Leute Angst? Und wie? Sie dachten vielleicht, die Welt geht unter oder so irgendwas. Oder ein Vulkan ist ausgebrochen. Sicher hatten sie sich vor Furcht auf die Erde geworfen und die Arme über den Kopf geschlagen und die Luft angehalten. Und da war auf einmal über ihren Köpfen eine Stimme zu hören. Fürchtet euch nicht. Ich muss euch eine große Freude mitteilen. Als sie voll Angst aufsahen, entdeckten sie einen Engel. Ja, sagte der Engel, ich meine euch. Fürchtet euch nicht. Ihr sollt euch freuen. Aber nicht ihr allein. Die ganze Welt soll sich freuen. Denn heute Nacht ist der Heiland geboren, der die Menschen vom Fluch erlösen soll. Gott hat seinen Sohn auf die Erde geschickt. Wenn ihr ihn sucht, dann werdet ihr ihn als kleines Kind finden, in Windeln gewickelt, wie alle kleinen Kinder. Er liegt in einer Futterkrippe, da unten in Bethlehem. Als der Engel das gesagt hatte, da waren plötzlich ganz, ganz viele Engel bei ihm, nicht zu zählen so viele. Die fingen an zu singen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Auf einmal war es wieder dunkel. Die Engel waren verschwunden. Es war Nacht, wie vorher. Das Feuer brannte und man hörte die Tiere wieder atmen und scharren. Wir haben doch nicht geträumt, sagten die Hirten. Nein, sagten einige, wir haben nicht geträumt. Die Engel waren wirklich da. Wir haben sie alle gesehen und gehört. Und jetzt lasst uns sofort nach Bethlehem gehen und die Geschichte sehen, die da passiert ist. Sie liefen so rasch, wie sie konnten, hinunter in die Stadt und fragten überall, wo in dieser Nacht ein Kind geboren worden sei. Da zeigte ihnen jemand den Stall. Und da sahen sie alles genau so, wie es ihnen der Engel gesagt hatte. Ein Kind in Windeln gewickelt, das in einer Futterkrippe schlief. Maria und Josef waren sehr erstaunt über den nächtlichen Besuch und sagten, »Was wollt ihr hier? Macht nicht solch einen Krach! Ihr seht doch, da liegt ein Säugling!« »Es ist der Heiland«, riefen die Hirten. »Wir wissen es genau. Ein Engel ist bei uns gewesen und hat gesagt, euch ist heute der Heiland geboren.« »Und er war genauso ein Säugling wie alle anderen auch?« »Ja, und später war er ein Kind wie alle anderen, und dann ein Junge und dann ein Mann.« »Und er ist nie gestorben?« »Doch, man hat ihn umgebracht. Er ist hingerichtet worden.« »Dann hat er also doch was verbrochen.« »Nein, eben nicht. Man hat ihn...« »Hallo! Na, was erzählt ihr euch denn hier für spannende Geschichten? Ihr habt überhaupt nicht gehört, wie wir euch gerufen haben.« Thomas wollte doch Nachrichten hören, aber weil das Auto... Petze! Moment mal, bitte, bitte. Was ist das mit den Nachrichten? Warum wolltest du Nachrichten hören, Thomas? Ja. Thomas, bitte gib Antwort. Sag's doch, Thomas. Es ist bestimmt viel besser, wenn du's sagst. Du verrätst sie bestimmt nicht. Wen oder was verrät er nicht? Die rote Pupille. Die rote Pupille? Was in der Welt ist denn das? Soll ich's erklären, Thomas? Von mir aus. Also, Rudi hat Thomas erklärt, er wird ihn in den Geheimbund die rote Pupille aufnehmen, wenn er eine Mutprobe besteht. Die Mutprobe bestand darin, dass Thomas das Garagen verschlossen lassen sollte, wenn sie in Urlaub fahren. Das hat Thomas getan. Nun haben wir doch gestern Polizeifunk gehört. Und auf einmal kam da eine Meldung durch von einem Auto, das wegen irgendwas verfolgt wird. Wir haben nicht mitgekriegt, weswegen... Aber die Autonummer haben sie gesagt. Sie ist entweder WGIS 421 oder 427. 421? Das ist doch mein Wagen. Eben. Stimmt es, was Juliane sagt, Thomas? Ja. Das ist ja unglaublich. Ich muss auf schnellstem Wege nach Hause. Sofort. Das Geheimnis der roten Pupille.
Ein Hörspiel des Evangeliumsrundfunks für Jungen und Mädchen. Das Geheimnis der roten Pupille. Unser Hörspiel »Das Geheimnis der roten Pupille« führt uns zu zwei Familien, die ihre Ferien im Gebirge verbringen. Da sind zuerst einmal Sibylle und Juliane Baumann, zwei Schwestern, die sich mit Thomas Mühlenberg angefreundet haben. Thomas ist der Sohn von Dr. Mühlenberg, der auch eine Hütte oben im Gebirge hat. Dr. Mühlenberg wohnt nicht so weit weg vom Urlaubsort wie Baumanns, nur 18 Kilometer weit. Darum ist Familie Mühlenberg auch an den Wochenenden ab und zu in ihrem Ferienhäuschen. Sie können es sich leisten, auch im Urlaub zwischendurch schnell mal nach Hause zu fahren. Gerade heute ist Vater Mühlenberg nach Hause gefahren. Und warum? Er wollte nachsehen, ob zu Hause alles in Ordnung ist. Die Kinder hatten nämlich Dr. Mühlenberg gestanden, dass Thomas zu Hause die Garage offen gelassen hatte. Das war die Bedingung dafür, dass Thomas Mitglied im Geheimbund der Roten Pupille würde. Dann hatten sie im Polizeifunk gehört, dass ein Auto gestohlen worden war. Und nun fürchten sie, es könnte das Auto der Mutter sein, das zu Hause in der Garage gestanden hat. Dr. Mühlenberg ist daraufhin sofort nach Hause gefahren, um nach dem Rechten zu sehen. Die Kinder aber beschäftigen sich allein. Merkt ihr nichts? Es ist auf einmal so still. So still ist es nicht, aber dunkel. Man hat aber wirklich nicht mal einen Vogel. Wann wollten deine Eltern wieder zurück sein? Gegen Abend. Wieso? Aber wenn das Auto wirklich weg ist? Sie kommen auf jeden Fall zurück, haben sie gesagt. Aber wenn es weg ist, dann musst du mit zur Polizei. Halt den Mund. Jetzt habe ich einen Tropfen abbekommen. Gleich regnet's. Regen, deshalb wird es so dunkel. Oh, seht mal. Da, der Nebel in den Tannen. Das ist doch kein Nebel. Das sind Regenwolken. Ich kenne das. Wir sind ja oft sonntags oder am Wochenende hier oben. Wir sitzen jetzt mitten in der Wolke drin. Man kann nicht mal mehr unsere Hütte sehen. Komm, wir gehen unter das Dach. Hast du Angst? Angst? Ich bitte dich. Du hast gesagt, in eurer Hütte gibt's 7 Schläfer. Das habe ich nicht gesagt. Das hat der Mann gesagt, der hier vorbeigekommen ist. Aber du hast doch noch nie einen gesehen. Ein 7-Schläfer? Nee. Ey, stumpf mich nicht. Ich habe eine Idee. Wollen wir mal welche suchen? So fiese Tiere. Woher weißt du denn, dass es fiese Tiere sind, wenn du noch nie welche gesehen hast? Das kann ich mir aber denken. Wir brauchen sie ja nicht anzufassen. Also mein Vater sagt, wenn welche hier sind, dann sitzen sie unter der Veranda, wo das Holz aufgestapelt ist. Hast du eine Taschenlampe? 2. Machst du mit? Ich? Natürlich. Ich aber nicht, nee. Auf einmal springt einem eine Ratte ins Gesicht oder sowas. Wir gehen in die Hütte und machen Feuer im Herd. Gleich wird's kalt. Seht bloß mal, wie das schon regnet. Oh ja, ganz große Tropfen fallen. Und dann wollt ihr unter der Veranda herumkriechen. Nee, vielen Dank. Feigling, komm, Thomas. Ich glaube, wir müssen uns auf den Bauch legen. Sonst kommen wir gar nicht unter die Veranda. Kriech du mal vom Eckpfosten hier. Ich komm von links. Bist du drunter? Ja, hier so ein blöder Balken. Siehst du was? Wir müssen die Balken ableuchten und die Fußbodendecke. So, jetzt da drüben. Siehst du jetzt was? Spinnweben, pfui. Ich hab welche in den Mund gekriegt. Ich hab... Da liegt einer! Ach, nee. Bloß eine tote Maus. Aber hier ist was, wirklich. Komm mal her, Thomas. Leicht gesagt, komm mal. Ach, ich hänge irgendwo fest. Jetzt habe ich bestimmt einen Riss in meiner Hose. Wo bist du denn? Hier am Eckpfosten. Wo ist denn was? Da, siehst du? Leuchte mal mit deiner Taschenlampe den Ritz an. Da steckt was, siehst du? Ja. Ah, das ist doch im Leben kein 7-Schläfer. Nee, das scheint ein Buch zu sein. Oder ein Taschenkalender oder so. Versuch mal, ob du ran kannst. Ich halte die Lampe. Festgeklemmt.
So krieg ich das Ding. Komm, streng dich an. Nicht los. Das nee, das geht nicht. Das gibt's doch nicht. Versuch mal hier mit dem Stück Holz. Nee, das geht nicht. Da kommen wir nur von oben ran. Von oben? Das Ding ist bestimmt oben zwischen die Fußbretter gerutscht. Komm raus. Na, habt ihr einen gefunden? Nee, aber was anderes. Thomas, hier ungefähr müsste es sein. Meinst du nicht? Was denn? Was soll denn da sein? Ein Buch. Vielleicht ein Buch. Sieh mal hier. Thomas, da ist so ein großer Ritz im Fußboden. Leuchte mal mit der Taschenlampe rein. Mhm. Ich leg mich auf den Bauch und schiele hinein. So. Siehst du was? Moment. Halt. Jetzt sehe ich was. Ja, da liegt etwas. Genau da. Und wie kriegt ihr es raus? Ich würde vorschlagen, wir lösen das Brett da. Hast du ein Stemmeisen? Nee. Vielleicht geht's mit dem Herdhaken. Gute Idee. Ja, das ist prima. Juliane, du hilfst mit den Haken runterdrücken. Dann brauchen wir das Brett vielleicht gar nicht ganz zu lösen. Sibylle, pass auf, ob das Buch nicht greifen kannst, wenn wir das Brett gelöst haben. So. Jetzt geht's. Ich hab's. Wunderbar. Zeig mal her, was das ist. Was ist denn das? Kennst du es nicht? Nö. Gib mal her. Das Neue Testament nach der deutschen Übersetzung von Martin Luther. Das ist wohl eine Bibel. Seht mal, hier hat jemand was reingeschrieben. Kannst du das lesen? Verwundet am Ende. Jesus lebt. Wiedersehen bei ihm. 10.3.45. Hier steht eine Adresse. Ja. Walter Schneider, Königsberg. Wasserweg oder Weiserweg oder Messerweg. So ähnlich müsste es heißen. Leute, 10.3.45. Das war ja im Krieg. Verwundet. Vielleicht war es ein Soldat. Mir fällt ein, mein Vater hat gesagt, dass hier oben die Amerikaner mit Fallschirm abgesprungen sind. Und vielleicht waren hier deutsche Soldaten und haben gekämpft. Das haben sie auch. In den Wäldern hat es Kämpfe gegeben, sagt mein Vater. Wem mag er da auf Wiedersehen gesagt haben? Vielleicht seiner Frau oder seiner Mutter. Meint ihr, er wäre tot? Vielleicht. Aber wie kommt das Testament unter die Veranda? Ich denke mir, er wurde verwundet und man hat ihn hierher gebracht. Oder er ist allein hierher gekrochen und dann ist er eben gestorben. Vielleicht hat er das Testament extra zwischen die Ritzen gesteckt, damit es später jemand findet, oder? Oder guck mal, da steckt ja noch Geld drin. Nee, leider. Nichts. Vielleicht ist es ihm auch aus der Hand gefallen. Mir ist richtig komisch. Mir auch. Ein Glück, dass wir vorhin nach den Siebenschläfern gesucht haben. Wieso? Sonst käme uns jetzt vielleicht der Gedanke, dass da unten ein toter Soldat liegt. Wie gruselig. Ach, leg doch noch mal ein bisschen Holz aufs Feuer. Du, wie viel Uhr ist es eigentlich? Moment. 6:30. Dann müssen deine Eltern bald heimkommen. Hast du Angst? Wer? Ich? Nein, Thomas. Ich? Wovor denn? Dass das Auto geklaut ist. Es ist nicht geklaut. Woher willst du das denn wissen? Ach, was machen wir mit dem Buch? Wir werden unsere Eltern fragen. Vielleicht lebt noch jemand von den Angehörigen. Und die werden sich ja freuen, wenn sie ein Andenken bekommen. Vielleicht lebt der Soldat selber auch noch. Vielleicht. Wenn er nicht mehr lebt. Tja, dann ist er eben tot. Also doch tot. Wieso? Was heißt denn hier? Wiedersehen bei ihm. Hier steht doch, Jesus lebt. Wiedersehen bei ihm. Aber begreif doch, sterben muss jeder. Aber wer an Jesus glaubt, der wird wieder lebendig. Das glaubst du doch selbst nicht. Natürlich glaube ich das. Jesus ist ja auch wieder lebendig geworden. Wieso? War er denn tot? Er ist doch hingeworden. Juliane hat sie doch gestern erzählt. Ach so. Ja, das habe ich vergessen. Hingerichtet? Ah, da gab es doch noch gar keinen elektrischen Stuhl. Ach so. Man hat ihn aufgehängt. Ja, aber nicht mit einem Strick um den Hals. Du kennst doch die Bilder vom Kreuz. Ach so, ja. Das sind hässliche Bilder. Scheußlich. Aber so war's. Man hat ihn mit Händen und Füßen an ein Kreuz angenagelt. Und dann hat man das Kreuz hochgestellt.
Und dann hat Jesus am Kreuz gehangen, bis er gestorben ist. Du hast gesagt, er war kein Verbrecher. Warum hat man ihn aufgehängt? Weil die Leute gedacht haben, er ist ein Lügner. Wieso ein Lügner? Weil er gesagt hat, ich bin derjenige, den Gott euch versprochen hat. Ich kann euch heilen von eurem Fluch und kann euch ein ewiges Leben geben. Da sagten sie, Lügner, Betrüger, wer bist du denn? Du bist ja bloß ein Zimmermann. Aber wir warten auf einen großen König. So hatten sie sich nämlich den Helfer und Heiland vorgestellt. Sie glaubten, er wäre ein großer König und er würde sie zu dem berühmtesten Volk der Welt machen. Die größte Wut kriegten sie deshalb, weil er sagte, ich bin der Sohn Gottes. Ja, warum haben die Leute denn nicht gedacht, er ist ein armer Irrer oder der sich für den Sohn Gottes hält? Weil er ihnen die Wahrheit gesagt hat. Er hat gesagt, ihr seid alle schlecht und verloren. Alle Menschen sind das. Ihr seid Betrüger. Und das wollten sie natürlich nicht hören. Waren sie das auch? Natürlich. Und da kriegen sie es mit der Angst zu tun. Sie sagten, den bringen wir um. Und eines Tages war es dann soweit. Sie haben ihn umgebracht. Ja. Weil Judas ihn verraten hat. So das? Wer war denn das schon wieder? Judas war einer von den Männern, die immer mit Jesus gingen. Da waren doch 12 Männer, die waren immer bei ihm. Die nannte man Jünger, die gingen immer mit, wohin auch Jesus ging. Und Judas war dann dabei? Ja, so war's. Eines Tages sagte Judas zu den Leuten, die auf Jesus böse waren, was gebt ihr mir, wenn ich euch sage, wo Jesus übernachtet und wo ihr ihn gefangen nehmen könnt? Da sagten sie, wir geben dir 30 Silberlinge. Was sind denn Silberlinge? Ein Haufen Geld. Jesus wusste genau, was passieren würde. Und er kannte auch seinen Verräter. Am Abend vor dem Verrat aß er nämlich mit seinen 12 Männern zusammen. Und während des Essens sagte er auf einmal, einer von euch wird mich verraten. Was? Riefen die Jünger. Das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Wir wissen, wer du bist. Wir verraten dich doch nicht. Doch, sagte Jesus, einer wird mich verraten. Der, dem ich dieses Stück Brot gebe. Der ist es. Und? Gab es Judas? Ja, und der stand auf und ging fort. Und die anderen? Was haben die da gemacht? Sind sie nicht hinterhergerannt und haben ihn festgehalten? Ach, weißt du, die haben das wohl gar nicht richtig begriffen. Die haben sicher gedacht, Jesus habe mit dem Verrat nicht gemeint, einer wird mich meinen Mördern ausliefern, sondern einer von euch wird nicht mehr glauben, dass Gott mich zu euch geschickt hat. Als es nun ganz dunkel war, gingen sie zu einem Garten, der hieß Gethsemane. Jesus sagte, ihr Jünger, bleibt hier. Ich will ein bisschen weiter weggehen. Nur Johannes, Petrus und Jakobus sollen mitgehen. Die Jünger sagten, natürlich bleiben wir wach und beten. Als es später zu ihnen hinkam, schliefen sie. 3-mal ging er zu ihnen hin und jedes Mal schliefen sie. Plötzlich hörte man ein leises Waffengeklirr. Durch die Büsche leuchteten Lampen. Jesus rief seinen Jüngern zu, was schlaft ihr? Dazu ist keine Zeit mehr. Steht auf, sie kommen. Dann hörte man auch schon die vielen Stimmen. Es musste eine große Menge sein, die da anrückte. Die Jünger sahen, wie sich der Vorderste umdrehte und zu den schwer bewaffneten Soldaten sagte, der, den ich küssen werde, den müsst ihr greifen. Der ist es. Petrus fasste entsetzt Johannes am Arm. War das nicht die Stimme von Judas? Sie wollten Jesus zurückreißen, aber der machte sich von ihnen los und trat mitten auf den Weg. Er fragte, wen sucht ihr? Da sagten die Soldaten, wir suchen Jesus. Da sagte Jesus, ich bin's. Als die Soldaten das hörten, stürzten sie auf die Erde. Den sollten sie greifen? Der sollte so etwas Böses getan haben. Das muss ein Irrtum sein. Jesus fragte nochmal, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, flüsterten sie. Da sagte Jesus wieder, ich habe euch doch gesagt, dass ich es bin. Und nun passiert es. Judas trat auf ihn zu und sagte, Meister, ich grüße dich, und küsste ihn. Pfui, wie gemein. Natürlich war es gemein. Jesus sagte ganz traurig, Judas, wozu bist du hergekommen? Mit einem Kuss verrätst du mich? Ja, und da wussten die Soldaten natürlich, dass es wirklich Jesus war, der vor ihnen stand. Sie schleppten ihn vors Gericht und die Leute spuckten auf ihn und man schlug ihn. Und man drückte ihm sogar eine Krone mit spitzen Dornen auf den Kopf, so dass das Blut herunterfloss. Schrecklich. Der Richter hieß Pilatus, und der hätte Jesus für sein Leben gern freigelassen, denn er fand wirklich keine Schuld an ihm. Aber draußen stand eine Riesenvolksmenge, und die rief in Sprechchören,
Jesus soll sterben! Jesus soll sterben! Nun wurde zur gleichen Zeit ein schrecklicher Mörder gefangen gehalten, der hieß Barabbas. Da dachte sich Pilatus einen Plan aus. Er dachte, ich werde dem Volk sagen, einem von beiden will ich die Freiheit schenken. Zu der Zeit feierte man gerade das Passafest. Was ist denn das? Och, heute ist das Ostern. Nun, und zu der Zeit wurde immer ein Gefangener freigelassen. Pilatus dachte, sie werden ja selbstverständlich nicht diesen schrecklichen Mörder Barabbas freihaben wollen. Aber was geschah? Die Menge brüllte, gib uns Barabbas, gib uns Barabbas! So wurde der Mörder freigelassen, Jesus aber zum Hinrichtungsplatz geführt. Nach Golgatha. Eine große Menge zog hinter ihm her, und die schrie und johlte und verspottete ihn. Aber die, die an ihn glaubten, weinten und konnten nicht begreifen, dass man ihn ans Kreuz schlug. Er hatte allen Menschen immer nur Gutes getan. Er hatte Kranke gesund gemacht und sogar Tote wieder zum Leben gerufen. Sie hofften immer wieder auf ein Wunder und starrten mit großen Augen auf die Soldaten, die nun Jesus auf die Erde warfen, ihm die Arme auseinanderhielten und ihn mit schrecklich dicken Nägeln die Hände und Füße ans Kreuz annagelten. Dann richteten sie das Kreuz auf und stampften es in die Erde. Und nun hing Jesus da und litt furchtbare Schmerzen. Gegen Mittag passierte etwas. Die Soldaten sahen auf. Gab es ein Gewitter? Es wurde dunkler und dunkler, obwohl keine einzige Wolke am Himmel war. Die Menschen bekamen Angst. Sie schlichen davon. Es war ihnen unheimlich zumute. Der Nachmittag kam und immer wollte es noch nicht hell werden. Plötzlich hörte man einen lauten Schrei. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus schrie es. Er war ganz allein. Gott hatte seinen eigenen Sohn fortgestoßen. Er wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben. Er behandelte ihn wie einen Betrüger, einen Dieb, einen Mörder und was weiß ich nicht alles. Gott stieß ihn so weit von sich, wie der Himmel von der Erde ist, und noch weiter. Aber in dem Augenblick, als Jesus rief, es ist vollbracht, da war etwas geschehen. Was war geschehen? Die Menschen waren frei. Frei? Frei vom Fluch. Damals im Paradies, weißt du noch? Gott hat gesagt, wenn ihr von dem Baum esst, müsst ihr sterben. Und alle Menschen waren gestorben, ausnahmslos. Sie waren mit dem Tod bestraft worden. Gott hat sie von sich wegstoßen müssen. Aber von jetzt an war das anders. Wer von jetzt an glaubte, der Herr Jesus hat sich für mich verfluchen und bestrafen lassen und er ist für meine Schuld gestorben. Zudem sagte Gott, du bist frei. Du wirst ewig, ewig leben. Dein Körper wird ja sterben, aber deine Seele wird ewig leben. Und ich werde dir einen neuen Körper geben. Der wird wunderbar schön sein und nie krank. Und er wird nie sterben. Und Jesus? Was geschah da mit Jesus? Blieb er am Kreuz hängen? Aber nein, man hat ihn in ein Grab gelegt. Aber vorher, da ist noch etwas Schreckliches passiert. In dem Augenblick, als Jesus starb, gab es ein furchtbares Erdbeben. Häuser stürzten zusammen, Steine flogen herum, Bäume kippten auf die Straße. Es war schrecklich. Die Leute rannten schreiend vom Kreuz weg, denn auf einmal hatten sie alle eine furchtbare Angst und ein schlechtes Gewissen. Nur ein paar Leute blieben beim Kreuz. Sie hatten die Erlaubnis bekommen, Jesus zu beerdigen. Und das haben sie. Sei mal still! Da sind sie! Sie sind da! Hallo Kinder, wie geht's euch? Ist euch die Zeit nicht lange geworden? Frag mal, was los ist. Frag du doch. Traust du dich nicht? Natürlich trau ich mich. Dann frag doch. Och, was ist mit dem Auto? Alles in Ordnung. Die Garage war zwar offen, aber das Auto stand treu und brav. Also nichts mit euren Räubergeschichten. Das kommt davon, wenn man verbotenerweise Polizeifunk hört. Hä? Komm, Sibylle, wir müssen jetzt gehen. Sieh mal, Papa, was wir gefunden haben. Das ist ein Testament. Ein richtiges Testament. Ach, wo habt ihr das denn her? Guck mal, lies mal, was drin steht. Das hat einem Soldaten gehört, nicht wahr? Ja, scheint so. Was machen wir jetzt damit? Ach, am besten, wir geben es bei einer Suchdienststelle des Roten Kreuzes ab. Vielleicht kann sie den Soldaten oder seine Angehörigen ermitteln. Wo lag das denn? Da, zwischen den Ritzen. Wir wollten nämlich Siebenschläfer suchen und da... Ach du meine Güte, Siebenschläfer. Also dann, bis morgen. Bis morgen, Kinder. Und träumt von der roten Pupille.
Habt ihr eigentlich Rudi gesehen? Ach so. Nein, Rudi ist gar nicht da. Er ist irgendwo mit seinen Freunden und seinem Boot in Italien. Ach so. Ach, übrigens fällt mir ein, wir hätten auf den Kilometerzähler achten sollen. Kilometerzähler? Ja, in meinem Auto. Beim Tanken schreibe ich immer die Kilometerzahl auf. Und ich hatte am letzten Tag doch noch getankt. Du meinst, wenn das Auto benutzt worden ist? Ja. Nur hat es dann immer wieder in der Garage gestanden, das Auto. Der Kilometerzähler, daran habe ich nicht gedacht. Ich meine, wir sollten uns jetzt nicht unnötig Sorgen machen. Das Auto steht abgeschlossen in der Garage und das Garagentor ist ebenfalls abgeschlossen. Und somit ist alles in bester Ordnung. Wenn Dr. Mühlenberg gewusst hätte, dass die rote Pupille einen Nachschlüssel von der Garage besitzt, dann hätte er das nicht so sorglos gesagt. Und unsere drei Freunde wären am nächsten Morgen nicht so unbekümmert auf die Berge geklettert. Thomas, hier oben sind keine Hütten mehr. Mein Vater sagt, wer fremd ist und sich hier herum verirrt, der... Was? Was willst du damit sagen? Nichts. Ich meine nur, wir sind ziemlich weit weggegangen. Ich weiß genau, wie wir gegangen sind. Von dem großen Tannenwald nach links in den Buchenwald, dann über den abgeholzten Hang, dann durch das Wiesental, dann an dem Hochsitz vorbei und dann wieder durch einen Buchenwald. Und jetzt sind wir hier. Wie viel Uhr ist es? Ich weiß nicht, ich habe ja keine mit. Wir müssen nach der Sonne sehen. Wenn sie hoch steht, ist es Mittag. Und zu Mittag sollten wir doch zu Hause sein. Und sie steht schon ziemlich hoch. Ich bin dafür, wir gehen zurück. Mutti hat immer gleich Angst, wenn wir so lange wegbleiben. Außerdem habe ich einen Mordshunger. Ich auch. Also los, kommt. Ziemlich still hier, was? Nur Vogelstimmen im Wald. Moment mal. Das ist noch was anderes. Ich finde, das ist eine Unverschämtheit, dass überhaupt... Bleib mal stehen. Das sind Stimmen. Da lacht jemand. Ein Auto darf nur ein Fortbewegungsmittel sein. Kommt hier hinter die kleinen Tannen. Sie brauchen uns nicht zu sehen. Siehst du sie? Ja, jetzt sehe ich sie. Jetzt sehe ich sie auch. Juliane, das fiese Männer. Ich habe Angst. Leise. Sie bleiben stehen. Sie sehen hierher. Sie haben uns entdeckt. Entsetzen jagen die Kinder mitten durch den tiefen, dunklen Wald. Die Zweige klatschen ihnen ins Gesicht, die stolpern über Wurzeln, springen auf, brechen durchs Geholz und bleiben endlich keuchend und angespannt lauschend im Gestrüpp stehen. Nichts ist zu vernehmen als das leichte Rauschen des Windes in den Blättern. Juliane! Was ist? Wo sind wir jetzt? Wir müssen jetzt mitten durch diesen Wald gehen. Dann kommen wir in den Tal raus, dass wir vor unserer Hütte sehen können. Meinst du? Ich bin ganz sicher. Kommt mit! Sie folgen Thomas, aber als sie das Tal vor sich liegen sehen, von dem Thomas meinte, ihr Tal, sagt Juliane. Thomas! Thomas, das ist nicht unser Tal. Das sieht ganz anders aus. Was soll das sein? Aber Thomas, überleg doch. Hast du in unserem Tal eine Wiese mit Wollgrasflöckchen gesehen? Nirgendwo ist eine. Und dort hinten siehst du einen ganz großen Fleck, auf dem sie wachsen. Aber, wenn das nicht unser Tal ist, wo sind wir denn dann? Am besten, wir gehen den Weg wieder zurück. Kannst du dich denn erinnern, wie wir gegangen sind? Warte mal. Also, quer durch den Wald sind wir gerannt und dann nochmal durch einen anderen Weg. Und von dort, wo wir die Stimmen hörten, von da an wissen wir den Weg. Können wir nicht am Stand der Sonne erkennen, in welche Richtung wir gehen müssen? Das machen doch die Pfadfinder so. Wisst ihr denn, wo die Sonne stand, als wir weggingen? Überlegen. Wenn wir morgens wach werden, dann scheint sie immer zur Hüttentür herein. Also das ist dann Osten. Und von Osten wandert sie nach Süden und von Süden nach Westen. Oh, das wusste ich schon mit 6 Jahren. Aber wo ist jetzt Süden und wo ist Westen? Wenn wir ein bisschen warten... Quatsch, wir haben uns regelrecht verirrt. Horch, was ist das? Was? Da hat's geraschelt. Da, im Gebüsch. Vielleicht ein Hirsch. Fallen Hirsche Menschen an? Man sagt nein, aber wer weiß. Sollten wir nicht lieber jeder ein Stück... Da! Nur ein Reh. Nur ein Reh. Sie irren kreuz und quer durch die Wälder, müde, hungrig, durstig und auch voll Angst. Hier, seht mal. Hier ist ein Weg. Da ist ein Traktor hergefahren. Ja. Diesen Spuren gehen wir gleich nach, egal wohin sie führen.
Vielleicht sind ja damals die Soldaten genauso durch die Wälder geirrt wie wir. Du denkst an den toten Soldaten, nicht wahr? Wer tot ist, weiß man ja nicht. Soll ich die Geschichte weitererzählen? War sie denn noch nicht zu Ende? Ich denke, Jesus war jetzt tot. Ja, aber jetzt kommt doch die Hauptsache. Er ist doch dann wieder lebendig geworden. Weiß man das denn genau? Da ist der Weg, da. Seht ihr? Ja, Reifenspuren. Doch einwandfrei zu erkennen. Diesen Spuren gehen wir jetzt nach, bis wir auf Menschen treffen. Es gibt ganz viele Leute, die ihn gesehen haben. Damals. Zuerst sahen sie, dass das Grab leer war. Wer? Die drei Frauen. Und nachher sahen sie Jesus selbst. Das war nämlich so. Man hatte Jesus vorgenommen, als er tot war, und ihn in eine kleine Felsenhöhle beerdigt. Das machte man früher so. 3 Tage nach der Beerdigung gingen 3 Frauen zu dem Felsengrab. Und als sie hinkamen, sahen sie was ganz Komisches. Was denn? Juliane, erzähl du doch mal. Du kannst es doch viel besser. Der Eingang zur Höhle stand nämlich offen. Dabei wussten die Frauen ganz genau, dass die Soldaten einen riesigen Felsbrocken vor den Eingang gewälzt hatten, damit niemand die Leiche stehlen konnte. Und nun kommen die Frauen zum Grab und sehen, der Stein ist weg. Die Höhle steht offen. Sie sehen hinein und da kriegen sie einen furchtbaren Schreck. In der Höhle sitzt nämlich eine Person und die ist lebendig. Die Frauen wagen vor Schreck weder vorwärts noch rückwärts zu gehen. Da, auf einmal spricht diese Person. Habt keine Angst. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den man vorgestern gekreuzigt hat. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Er ist wieder lebendig. Seht, das Grab ist leer. Er ist nicht mehr darin. Geht nach Hause und sagt den Männern, die immer bei Jesus waren, dass er auferstanden ist und lebt. Juliane, was war das denn für eine Person? Ein Engel. Das war ein Engel. Ach, ein Engel. Ja, aber die Frauen merkten es wohl nicht. Denn sie liefen vor Schmerz und Angst nach Hause und riefen, sie haben ihn weggenommen, sie haben ihn weggenommen. Wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Das hörten die beiden Männer, Petrus und Johannes, und sie rannten zum Grab, und was sahen sie? Das Grab war leer. Jesus war nicht mehr im Grab. Und dann war da eine Frau, die hieß, Maria Magdalena. Die war ganz furchtbar traurig und weinte und dachte, irgendwo muss Jesus doch sein. Sie suchte überall, und als sie dann auch wieder einen Blick in das Höhlengrab hineinwarf, da, auf einmal sah sie 2 Engel in der Höhle sitzen und die fragten, »Warum weinst du denn so?« Da sagte sie, »Sie haben Jesus weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.« Da hörte sie hinter sich ein Geräusch, und als sie sich umdrehte, da steht dort einer, und er fragt, »Warum weinst du? Wen suchst du?« Maria meint, es wäre der Gärtner. Sie hat plötzlich eine Hoffnung und ruft, »Herr, wenn du ihn weggetragen hast, dann sag es mir. Wo hast du ihn hingelegt?« Da sagt der Mann, »Maria.« Nur das eine Wort, »Maria.« Als Maria ihren Namen so sprechen hört, springt sie auf und ruft, »Meister!« Sie hatte den Mann, den Herrn Jesus, erkannt. Sie läuft nach Hause und sagt allen, ich habe Jesus gesehen, ich habe Jesus gesehen. Er ist nicht tot, er ist auferstanden. Aber niemand glaubt es ihr. Trotzdem verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer. Wir müssen jetzt hierher. Hier gehen die Spuren weiter. Wenn ich nicht nur so einen Hunger hätte. Warum pflückst du keine Himbeeren? Die gibt's hier doch massenhaft. Erzähl weiter, Julian. Also, die Leute, die Jesus umgebracht hatten, bekamen einen großen Schrecken, als sie hörten, das Grab ist leer. Sie gaben den Soldaten, die das Grab bewacht hatten, viel Geld und sagten, geht in die Stadt und erzählt überall, die Jünger hätten Jesus gestohlen, als er schlief. So eine Gemeinheit. Ja. Da nahmen die Soldaten das Geld und sind in die Stadt gegangen und haben überall erzählt, die Jünger hätten Jesus gestohlen, während sie eingeschlafen wären. Die meisten glaubten das sogar. Und als nun andere sagten, Jesus ist wirklich auferstanden, da schimpften sie. Ihr seid Lügner, Betrüger. Warum ging Jesus denn nicht in die Stadt und sagte, bitte seht mich doch an, ich bin wirklich wieder lebendig? Nein, das hat er nicht getan. Warum nicht? Ich weiß nicht. Es haben ihn nur die gesehen, die geglaubt haben, dass er Gottes Sohn ist. Zum Beispiel die 2 Männer aus dem Dorf Emmaus. Ja, sie waren in Jerusalem gewesen und hatten die Hinrichtung miterlebt und auch von dem Gerede gehört, Jesus wäre auferstanden. Sie glaubten das aber auch nicht. Unterwegs begegnete ihnen nun jemand und weil sie denselben Weg hatten, gingen sie zu dritt weiter. Als die beiden Männer zu Hause angekommen waren, luden sie den dritten ein
bei ihnen zu Abend zu essen. Der nahm die Einladung an. Als sie am Tisch saßen und essen wollten, nahm der Fremde das Brot und dankte Gott dafür. Dann brach er etwas davon ab und reichte jedem ein Stück. Da erkannten sie plötzlich in dem Fremden Jesus, der bei ihnen am Tisch saß. Sie wollten vor ihm niederfallen. Aber Jesus, er war plötzlich verschwunden. So schnell sie konnten, liefen sie nach Jerusalem zurück, obwohl es mitten in der Nacht war und der Weg 2,5 Stunden weit. Sie liefen zu den Jüngern, die zusammensaßen und über die unglaublichen Dinge sprachen, die passiert sein sollten. Sie riefen, Jesus ist wahrhaftig auferstanden und lebt. Und sie erzählten, dass sie ihn unterwegs getroffen hatten und dass er mit ihnen zu Abend gegessen hatte. Die Jünger wussten jetzt überhaupt nicht mehr, was sie sagen sollten. Sollten sie diesen beiden Männern glauben? Sollten sie den Frauen glauben? Während sie noch ganz ratlos und stumm vor sich hinsehen, steht Jesus plötzlich mitten unter ihnen und grüßt sie. Friede sei mit euch. Die Jünger sind entsetzt. Sie denken, es ist ein Geist. Denn die Tür war abgeschlossen und wie konnte Jesus ins Haus kommen, wenn die Tür verschlossen war? Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Und als er die ängstlichen Gesichter sah, sagte er, glaubt ihr noch immer nicht, dass ich bei euch bin? Seht doch meine Hände und meine Füße, fühlt doch, wo die Nägel eingeschlagen worden sind. Ihr seht doch die Narben. Ich bin kein Geist. Ich habe wirklich einen richtigen Körper. Und nun endlich glaubten sie, dass Jesus wieder lebendig war. Es passierte noch ein paar Mal, dass Jesus plötzlich zu den Jüngern kam. Und dann geschah das Größte. Es war gerade 40 Tage her, seit Jesus wieder lebendig geworden war. Moment, sei mal still. Janne, ich höre was. Ich höre auch was. Da sprechen welche. Da ist doch was. Axtschläge. Es werden Waldarbeiter sein. Da ist eine Waldschneise. Wir laufen ein Stück hinauf. Vielleicht sehen wir sie dann. Ah, da hinten. Da hängt was am Baum. Ein blauer Kittel. Hier müssen die Arbeiter sein. Bleib mal stehen. Ja, ich sehe einen. Dort hinten sitzt er auf einem Holzstoß und Frühstück. Er hat uns gesehen. Hallo, hallo. Hey, was macht ihr denn hier? Wir haben uns verlaufen. Können Sie uns sagen, wo wir hier sind? Wo wollt ihr denn hin? Wir wohnen in einer Hütte in der Nähe von der Heiligen Bornquelle. Der Heiligen Bornquelle? Ja, genau. Ist da hinten hinter der Biegung. Wenn ihr um den Tannenwald herumgeht, dann findet ihr sie. Das kann nicht sein. Wir sind ja schon Stunden und Stunden gelaufen. Na, da werdet ihr wohl immer im Kreis gelaufen sein. Geht nur bis dahin, wo ich euch gesagt habe. Es hängt da auch ein Schild, das wird euch überzeugen. Mensch, so nah zu Hause. Und wir wussten es nicht. Danke, vielen Dank. Da rechts müsst ihr gehen. Stimmt, jetzt erkenne ich die Gegend. Hier war ich mal mit meinem Vater. Ach, bin ich froh. Und was habe ich jetzt einen Hunger? Na, in 10 Minuten sind wir zu Hause. Ich habe auch einen Mordshunger. Ich aber erst. Und was war nach 40 Tagen? Also, an diesem 40. Tag kam Jesus wieder zu seinen Jüngern und sagte, kommt mit. Sie gingen zusammen in eine Gegend, die hieß Bethanien. Als sie nun da waren, sagte er, ihr seid jetzt ein paar Jahre lang bei mir gewesen und wisst, was ich getan habe und warum ich auf diese Erde gekommen bin. Ich bin gekommen, um die Menschen von dem bösen Fluch zu erlösen und sie vom Teufel freizumachen. Nun geht und erzählt das in der ganzen Welt. Sagt den Menschen, dass ich eine neue Erde und einen neuen Himmel baue. Auf dieser neuen Erde wohnt Gott. Und es wird nie jemand mehr sterben. Niemand wird mehr ein Dieb oder ein Mörder sein. Niemand wird mehr traurig sein. Auf dieser neuen Erde werden die Menschen immer glücklich sein. Wie? Das soll wirklich passieren? Ja. Allerdings hat die Sache noch einen Haken. Aha. Es ist nämlich so, dass nur diejenigen Menschen auf diese neue Erde kommen, die hier auf dieser alten Erde schon so in einem Bund gehören. Wie die rote Pupille? Ja. Nein, eben nicht. In die rote Pupille kann nicht jeder aufgenommen werden. Das hast du doch gesagt, Thomas. Ja, stimmt. Bei mir war es ja auch nur eine Ausnahme. In dem Bund mit dem Herrn Jesus kann aber jeder aufgenommen werden. Ja, genau. Und wie? Was haben die denn für Bedingungen? Zuerst muss man wissen, nur Jesus kann mich von dem Fluch erlösen und mir das Leben geben, das für die neue Erde bestimmt ist. Und dann muss man Gott bitten, bitte gib mir das neue Leben. Was? So einfach? Ist es auch. So einfach, dass viele Menschen denken, das kann doch nicht sein. Und lieber weiterleben, ohne dass sie es lassen. Und wie geht die Geschichte denn weiter? Als Jesus das den Jüngern gesagt hatte, hob er die Hände auf. So, siehst du?
So wie es der Pastor in der Kirche tut, denke ich mir, wenn er den Segen spricht. Und auf einmal war da eine Wolke. Und Jesus war mitten in der Wolke und er verschwand vor ihren Augen. Die Leute starrten ihm nach, sie starrten und starrten. Und als sie noch so sprachlos dastanden, da waren auf einmal zwei Männer unter ihnen. Engel, die hatten weiße Kleider an. Sie sagten, warum steht ihr hier und seht nach oben? Der Herr Jesus, den ihr in einer Wolke habt weggehen sehen, der wird einmal genauso wiederkommen und euch auf die neue Erde holen, von der er euch gesagt hat. Jetzt geht nach Hause und denkt an das, was er euch aufgetragen hat. Vergesst nicht. Tal! Ach, ein Glück. Gib's zu, du hattest auch ein bisschen Angst. Nun ja, ein bisschen. Seht mal, da hinten ist unsere Hütte. Ich sehe Mutter. Sie hängt gerade Handtücher auf die Leine. Hä? Was sind da bei unserer Hütte? Seht doch mal, ein VW. Da ist doch ein VW, der da steht. Habt ihr Besuch bekommen? Ich weiß nicht. Vielleicht. Thomas, sieh mal genau. Oben auf dem Dach. Auf dem VW-Dach. Blaulicht. Ein Polizeiauto. Thomas, das ist ein Polizeiauto. Thomas, die rote Pupille. Die rote Pupille. Jetzt ist sie dran, die rote Pupille. Endlich, Kinder. Wo seid ihr nur so lange geblieben? Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Wir haben uns verlaufen. Ich bin wirklich froh, dass ihr da seid. Habt ihr gesehen, wer da ist? Die Polizei. Was will sie? Es handelt sich um mein Auto. Also doch. Und was? Was ist mit dem Auto? Kaputt. Ganz? Total. Aber nicht nur das. Einer von denen, die drin saßen, ist tot. Tot? Rudi! Rudi war nicht dabei. Was mit Rudi ist, haben wir noch nicht feststellen können. Der Kommissar hat seinen Namen nicht erwähnt. Aber wenn Rudi... Na, kommt erst mal mit rein. Na, endlich. Wir haben ziemlich lange auf euch gewartet. Wir haben uns verlaufen. Aber dann trafen wir Waldarbeiter und die haben uns gesagt, wir wären ganz nah bei der Hütte. So, das ist Ihr Sohn. Ja, das ist Thomas. Ja, Thomas, dann werden wir uns ja wohl mal unterhalten müssen über deine rote Pupille. Sie wissen davon. Also, nun erzähl mal, was da los ist. Du kennst doch die beiden, die in dem Auto saßen? Nein. Nein? Aber ich denke, sie gehören zur roten Pupille und haben dir gesagt, du sollst die Garagentür offen lassen. Das war doch Rudi. Die anderen kenne ich nicht. Rudi, Wer ist Rudi? Rudi, das ist der Sohn meines Kollegen. Wie alt? 18. Nachname? Hanstetter. Rudolf Hanstetter. Hanstetter, nein, der war nicht dabei. Sind Sie gegen einen Baum gefahren? Gegen eine Mauer, aber das Ergebnis war wohl das gleiche. Ja, das Auto ist ja nun völlig zertrümmert. Einer liegt schwer verletzt im Krankenhaus... Und der andere war sofort tot. Und du sagst, du kennst sie nicht? Ich weiß nicht. Wie heißen sie denn? Einer heißt Klaus Müller. Der andere Horst Dorfschneider. Nie gehört. Ich glaube tatsächlich nicht, dass mein Sohn sie kennt. Außerdem wäre wohl nicht darauf eingegangen, die Garagentür offen zu lassen. Für völlig Fremde. Ich hoffe, dass du das nicht getan hättest, Thomas. Selbstverständlich nicht. Nie. Aber bei Rudi war das ja anders. Und er hat mir noch gesagt von der roten Pupille. Also Rudi hat dir gesagt, wenn du die Garagentür offen lässt, wirst du in die rote Pupille aufgenommen. Ja, so ähnlich. Und wie genau? Er sagt, er kann eine Ausnahme machen. Ich kann in die rote Pupille aufgenommen werden, aber ich muss erst eine Mutprobe machen. Die Mutprobe besteht darin, dass ich die Garagentür offen lasse, wenn wir in die Ferien fahren. Und da habe ich gelacht und gesagt, das ist doch gar keine Mutprobe. Da hat Rudi gesagt, doch, das ist egal, tu das. Ja, dann habe ich das getan. Und die rote Pupille, was hat die für eine Funktion? Was ist das für ein Bund? Also wenn man mal schlechte Zeiten... Mann, hör auf, das kann ich nicht mehr hören. Ihr wisst es auch? Ja, Thomas hat es uns ja erzählt. Aber wir haben gleich gesagt, da stimmt was nicht. Als wir das von der Garagentür hörten, da ist uns gleich ganz komisch geworden. Warum habt ihr Thomas' Eltern nichts davon gesagt oder euren Eltern? Das konnten wir doch nicht. Wir konnten Thomas doch nicht einfach verraten. Er hat gesagt, das ist schwer geheim. Und wir haben ihm unser großes Ehrenwort gegeben, nichts zu sagen. Aber als wir den Polizei... Was? Ja, das war so. Wir wollten...
Wir haben an dem Gerät gedreht und dann hörten wir Polizeifunk. Ja, das stimmt, Herr Kommissar. Die Kinder haben in meinem Auto leider auf Funk gestellt. Haben Sie Genehmigung für Funk? Selbstverständlich. Aber ich wusste nicht, dass Thomas gleich den Funk einstellen wird. So, ihr drei, dann müsstet ihr ja jetzt wegen Abhören des Polizeifunks bestraft werden. Na, hören wir erstmal weiter, wie das war. Also, ihr habt dann Polizeifunk gehört und was war dann? Ja, dann kam irgendwas von einem weißen VW durch. Und dann wurde die Nummer durchgegeben. Der wurde verfolgt und dann wurde die Nummer durchgegeben. Und eine von den beiden Nummern... Da sagte Thomas auf einmal, das könnte die Nummer von Mutters Auto sein. Ja, und von da an... Hattet ihr Angst? Ja. Aber ihr habt noch nichts gesagt. Doch, wir haben was gesagt. Fati, nicht wahr? Wir haben es dir doch dann gesagt. Und Sie sind daraufhin nach Hause gefahren, Herr Doktor? Ja, ich habe es Ihnen ja schon gesagt. Und als Sie zu Hause ankamen, stellten Sie fest, das Auto steht in der Garage. Ganz recht. Aber die Garage war nicht abgeschlossen. Nein, was uns aber nicht weiter verwunderte, weil Thomas uns das so erzählt hatte. Wir waren an der Annahme, Rudi habe sich einen Ulk mit Thomas erlaubt. Allerdings haben wir erlassen. Es ist uns erst hier oben eingefallen. Wir hätten den Kilometerzähler kontrollieren sollen. Ich hatte nämlich am letzten Tag, bevor wir hierher fuhren, noch getankt und den Stand aufgeschrieben. Wir hatten uns übrigens auch davon überzeugt, dass Ihr Auto, also das mit einer möglicherweise in Frage kommenden Nummer, in der Garage steht und als das mutmaßliche Auto nicht in Frage kommen konnte. Leider hat es sich dann hinterher doch anders herausgestellt. Wozu haben Sie das Auto denn benutzt? Die beiden Burschen? Nun, für ihre Einbrüche. Das heißt, wir vermuten, dass diese beiden jungen Gangster das Auto für ihre Diebesfahrten benutzten. Den Schwerverletzten haben wir noch nicht vernehmen können. Die Einbrüche wurden in einer Umgebung von 20 bis 30 Kilometern im Umkreis gemeldet. Und aus der Methode, die angewendet wurde, glaubten wir schließen zu können, dass es sich immer um die gleichen Täter handelte. Wir waren schon länger hinter ihnen her, aber es gelang uns nie. Naja... Es gelang uns eben nie, sie zu fassen. Wahrscheinlich haben sie den Trick mit fremden Autos öfter gemacht. Woher wussten Sie, Herr Kommissar, dass die Kerle jetzt unser Auto benutzten? Wir wussten es natürlich nicht. Am Dienstagabend machten wir Lampenkontrolle und einige Kollegen hatten festgestellt, dass das Fernlicht dieses VW, das linke Fernlicht, kaputt war. Wir gaben die Meldung weiter und bei der nächsten Kontrolle sollte das Auto gestoppt werden. Mein Kollege ging vor mit dem Halteschild. Aber anstatt zu halten, gab der Fahrer Gas und nur durch ein rasches zur Seite springen konnte sich mein Kollege vor einem Unfall retten. Naja, und dann wussten wir natürlich, hier ist was faul. Und da schickten wir einen Streifenwagen hinterher. Nun, und das Weitere wisst ihr ja. Ihr habt es ja mitgehört. Ach, da war das. Die Verfolgung verlief ergebnislos. Die Autonummer konnte jedoch bis auf diese eine Ziffer festgestellt werden. Und wie haben Sie dann das Auto gekriegt? Ich meine, die beiden... Heute Morgen gegen 3 Uhr ungefähr alarmierte uns der Nachtwächter einer Kleiderfabrik, dass er verdächtige Gestalten bemerkt habe und bat um unser Kommen. Als wir hinkamen, fuhr gerade ein Auto weg, ein weißer VW mit Schiebedach. Natürlich begann jetzt eine wilde Verfolgungsjagd. Und das Ergebnis war Tod. Und bei dem anderen wahrscheinlich Gefängnis. Wir konnten dann natürlich die Nummer einwandfrei feststellen. Aber... Sie konnten doch nicht mehr an das Auto ran. Die Garage war doch jetzt abgeschlossen. Wir fanden bei einem der Burschen einen Nachschlüssel, den sie aber wohl nur dieses eine Mal benutzt haben. Den haben sie sich bestimmt gleich zu Anfang besorgt. Ihr Fehler war, dass sie das Auto benutzten, das bei der Lampenkontrolle aufgefallen war. Sie hätten sich sagen müssen, dass man die Nummer aufgeschrieben hatte. Vielleicht stand ihnen im Augenblick auch kein anderes Auto zur Verfügung. Sie müssen ziemlich in Eile gewesen sein. Und da haben sie gesehen, dass es Muttis Auto ist? Ja. Aber war Rudi denn nicht dabei? Nein, sowohl bei der ersten als auch jetzt bei der zweiten Fahndung wurden jedes Mal nur 2 Männer im Auto festgestellt. Aber was mit deinem Freund Rudi ist, das werden wir gleich einmal untersuchen. Muss ich jetzt zur Polizei? Wir fahren zunächst allein hin, Thomas. Deine Aussagen wird der Herr Kommissar jetzt zu Protokoll nehmen. Schön, Thomas. Dann erzähl jetzt nochmal genau deine Geschichte von Anfang an mit der roten Pupille, wie Rudi zu dir gekommen ist, was er gesagt hat und was du getan hast und dann... Dann kann ich sicher was zu essen kriegen. Ja, wir haben nämlich furchtbaren Hunger. Ja, na, vielleicht könnt ihr vorher noch einen Pfannkuchen bekommen, bevor wir unser Protokoll machen, nicht wahr, Frau Mühlenberg? Aber gern. Ihr beiden Mädchen lauft aber dann nach Hause. Eure Eltern werden sich schon Sorgen machen über euer langes Wegbleiben. Und Thomas kommt, sobald wir fertig sind, dann zu euch herüber und wartet, bis wir zurückkommen.
So, nun esst. Nehmen Sie dann auch einen Pfannkuchen, Herr Kommissar? Ich muss feststellen, die Waldluft macht Hunger. Ich nehme gerne ein. Es ist Abend. Die Kinder sitzen auf dem Hochsitz, von dem aus man die Straße beobachten kann, die hinauf in die Wälder führt. Sie warten auf Thomas' Eltern. Ich finde es Mist. Was? Die rote Pupille. Alles Lüge. Einer ist tot. Stellt euch das mal vor. Und unser Auto ist kaputt. Tod ist schlimmer. Das Auto, das bezahlt dir die Versicherung. Ich bin mir nicht so sicher. Mein Vater sagt, wenn die Garage offen gestanden hat, der weiß, ob die Versicherung bezahlt. Auf so einen Quatsch wie die rote Pupille wirst du doch wohl nie mehr reinfallen, was? Nie, nie. Wenn ich Rudi sehe, den bringe ich um. Wir haben dir doch schon von Anfang an gesagt, dein Geheimbund, das ist Quatsch. Alles Und Lüge. Euer Geheimbund, was ist das? Eines Tages gibt es einen großen Knall und dann sind wir dann alle tot. Natürlich. Natürlich, natürlich. Aber etwas lebt weiter. Das ist es ja. Wo wollt ihr denn das schon wieder wissen? Meine Mutter sagt, vorher ist es wie mit einer Krankheit. Man fühlt sich nicht wohl. Man weiß, dass man sterben muss. Aber wenn die Krankheit weggenommen ist, dann fühlt man sich auf einmal ganz gesund. Ach, ich bin nicht krank. Doch, Thomas. Jeder Mensch ist krank. Das ist der Fluch in einem. Aber Jesus kann den Fluch wegnehmen. Und wenn er wiederkommt, dann bringt er uns auf diese neue, wundervolle Erde, auf der man nie mehr sterben kann. Wann kommt er denn wieder? Mein Vater sagt, das kann heute oder morgen sein. Und wie passiert das? Mein Vater sagt, auf einmal wird es am Himmel ganz furchtbar hell werden. Und wenn wir hochschauen, dann sehen wir den Herrn Jesus. Und dann wird was ganz Komisches passieren. Und was? Alle Menschen, die an Jesus glauben und die zu ihm gesagt haben, erlöse mich von dem bösen Fluch, ich will dir gehören, die können sich auf einmal ihm entgegenbewegen. Kriegen die dann Flügel? Ich weiß nicht. Mein Vater sagt, man kann es sich so vorstellen, dass für diese Menschen die Schwerkraft der Erde plötzlich nicht mehr gilt. Aha, so wie bei den Astronauten. Ja, die Erde kann sie nicht mehr festhalten. Sie gleiten von der Erde weg, Jesus entgegen. Aber die anderen, die kriegen sicher entsetzliche Angst. Es muss schrecklich sein für die Leute, die auf der Erde zurückbleiben. Und es bleiben alle zurück, die sich nicht um Jesus gekümmert haben. Also, das ist noch nicht alles, was passiert. Es geschieht noch was. Im Moment stelle ich mir das ziemlich unheimlich vor. Aber mein Vater sagt, wenn es geschieht, dann ist es gar nicht mehr unheimlich. Dann werden wir uns freuen und freuen und kein Ende nehmen. Du kennst doch Friedhöfe. Natürlich. Meine Omi liegt da. Na, stell dir mal all die vielen Gräber vor. Und stell dir vor, dass aus den Gräbern auf einmal die Toten hervorkommen. Boah, wie unheimlich. Ja eben, aber es soll gar nicht so unheimlich sein. Und die Knochen? Von manchen liegen doch nur noch die Knochen da. Es sollen lebende Menschen aus den Gräbern kommen. Und sie haben einen schönen neuen Körper, von dem ich dir erzählt habe, Thomas. Jeder Mensch, der sich, als er noch lebte, von Jesus den Fluch wegnehmen ließ und dafür das ewige Leben bekam, der kriegt einen neuen Körper. Auch wenn nur noch ein paar Knochen da sind. Oder irgendwo ein bisschen Asche herumfliegt. Manche Toten werden ja verbrannt. Ja, also, es geht keiner verloren. Auch nicht die im Meer ertrunken sind. Und die das ewige Leben nicht hatten? Die bleiben in den Gräbern. Für immer? Nein, nicht immer. Die bleiben so lange drin bis zum großen Gericht. Was ist das, das große Gericht? Das steht in der Bibel. Einer von den Männern, die immer bei Jesus waren, hat gesehen, was im großen Gericht geschehen wird. Gott hat es ihm im Traum gezeigt und gesagt, schreib alles auf, was du gesehen hast. Und das hat er getan. Der Mann, der hieß Johannes. Und was er aufgeschrieben hat, das nennt man Offenbarung. Und was hat er gesehen? Bevor das große Gericht kommt, wird der Teufel in einen feurigen Krater geworfen. Er wird verbrannt. Mein Vater sagt, es ist ein Bild. Der Teufel leidet so schreckliche Qualen, als wenn er immer und immer vom Feuer verbrannt würde. Und er wird nicht ohnmächtig oder zur Asche. Und so sehr er es wünscht, tot zu sein, er stirbt nicht.
Er muss diese schrecklichen Qualen leiden als Strafe dafür, dass er der Feind Gottes geworden ist. Und dann verschwinden die Erde und der Himmel in einem riesigen Feuer. Ganz genau weiß man nicht, wie es geschehen wird. Aber jedenfalls diese Erde und alle Sterne und die Sonne und der Mond und alles, was man am Himmel sieht, wird total vernichtet. Wie bei einer Atombombe. Viel schlimmer. Es bleibt keine Spur zurück. Und dann sitzt Gott auf einem großen weißen Stuhl. Gott? Der Johannes hat es so vorausgesehen. Und vor Gott stehen alle Menschen, alle, die gelebt haben. Kinder, Frauen, Väter, Opas, einfach alle. Und Gott hat Bücher vor sich liegen. In denen steht alles aufgeschrieben, was die Menschen gedacht und getan haben. Ich denke, es ist vielleicht so. Gott sieht in das große Buch hinein und sagt, Thomas, du hast an dem und dem Tag deine Eltern belogen. Och, er kann genauso gut sagen, Sibylle, du hast an dem und dem Tag deine Eltern belogen. Natürlich, das wird er auch. Jeder kommt an die Reihe. Jeder und jeder und jeder. Und jedem wird haargenau alles aufgezählt, was er auf dieser Erde getan und nicht getan hat. Nichts ist vergessen oder übersehen. Och, das ist natürlich nicht besonders schön. Nee, finde ich auch. Und dann nimmt Gott ein anderes Buch. Es heißt Buch des Lebens. In diesem Buch, da stehen die Namen von allen Menschen, die von meinem Jesus das ewige Leben bekommen haben. Vielleicht stehen die Namen auch in einem anderen Buch. Aber ich stelle mir vor, dass Jesus zu Gott sagt, diese Menschen darfst du nicht mehr bestrafen. Ich habe mich für sie bestrafen lassen und sie haben es geglaubt. Und Gott schaut in das Buch des Lebens und sagt, es stimmt, ihr Name steht im Buch des Lebens. Aber die anderen, die nicht im Buch des Lebens, die kommen zu dem Teufel in den feurigen Abgrund. Schrecklich, nicht? Furchtbar. Aber es ist ihre eigene Schuld. Sie wollten sich nicht helfen lassen, als sie noch auf der Erde lebten. Und die? Was ist mit denen, die im Buch des Lebens stehen? Zu denen sagt Jesus, nun kommt mit mir. Jetzt bringe ich euch auf die neue Erde. Ihr werdet dort nie mehr sterben müssen. Und nie mehr wird einer kommen und sagen, seht mal, was ein schöner Baum. Esst davon, der macht euch klug. Da, da kommen sie. Ich sehe das Auto. Los, kommt, wir laufen ihnen entgegen. Halt, halt, wir wollen mitfahren. Na, ihr, wollt ihr uns abholen? Was ist mit Rudi? Ist er in der Sache beteiligt? Ja, das ist eine ganz dumme Sache. Was ist denn? Erzähl schon. Rudi ist neulich mit dem Auto seines Vaters weggefahren und hat er denn einen Führerschein? Ja, er hat ihn vor einigen Wochen gemacht. Sein Vater hat auch erlaubt, dass er den Wagen nimmt. Soweit war die Sache in Ordnung. Aber dann ist doch etwas Dummes geschehen. In der Nacht, auf der Heimfahrt, schneidet er eine Kurve so scharf, dass ein gegenkommender Wagen in den Straßengraben gedrängt wird. Rudi scheint es durch den Rückspiegel beobachtet zu haben, stoppt einen Augenblick und fährt dann weiter. Au Backe, Paraflip. Ja, genau. Ein nachfolgendes Auto hat diesen Vorfall beobachtet, hat sich natürlich Rudis Autonummer gemerkt und dann kommt es zu einer Erpressung. Eine Erpressung? Die beiden Burschen, die unser Auto benutzt haben, waren die gleichen Burschen, die Rudis Fahrerflucht beobachtet haben. Sie stellen ihn einen Tag später zur Rede, verlangen von ihm, dass er ihnen das Auto seines Vaters zur Verfügung stellt, während die Familie in Ferien fährt. Andernfalls drohen sie mit Anzeige bei der Polizei. Und das bedeutet für Rudi Führerscheinentzug und unter Umständen sogar Gefängnis. Sehr wahrscheinlich sogar. Rudi hat Angst. Einmal vor einer Anzeige und zum anderen, weil er weiß, dass sein Vater sofort dahinter kommt, wenn sein Auto von Fremden benutzt worden ist. Deshalb war viel auf die Idee mit Buddys Auto. Ja, er erfuhr zufällig, dass wir zur gleichen Zeit wie seine Eltern Urlaub machen. Und da er deine Vorliebe für Geheimbünde kennt, dachte er sich die Geschichte mit der roten Pupille aus. Und ich bin darauf reingefallen, ich Esel. Was geschieht denn jetzt, Papa? Und das werden die Gerichtsverhandlungen ergeben. Müssen wir jetzt nach Hause? Nein, zuerst wollten wir unseren Urlaub zwar abbrechen, aber jetzt haben wir uns entschlossen, die ganze Zeit hier zu bleiben. Oh toll, Thomas, dann können wir noch eine ganze Woche miteinander spielen. Ja, aber möglichst ohne Verirren. Und ohne rote Pupille. Ach, sei still von der roten Pupille. Da ist unser Geheimbund doch besser, was? Wie? Fangt ihr jetzt auch mit einem Geheimbund an? Wie heißt der denn? Grüne Nase? Bis jetzt hat er noch keinen Namen. Ich weiß einen. Welchen? Das Geheimnis des verbotenen Baumes. Aber ich weiß einen besseren. Ach du, dann sag ihn. Das Geheimnis der neuen Erde. Habt ihr etwa einen neuen Planeten entdeckt? Vielleicht. Und eines Tages werden wir ihn bewohnen. Ganz bestimmt. Das Geheimnis der roten Pupille. Ein Hörspiel des Evangeliumsrundfunks für Jungen und Mädchen. Das Geheimnis der roten Pupille.